Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 4. November. Wir fangen mit deutlicher Verspätung an. Ich glaube, in halb NRW hat man bemerkt, dass Herbst ist und ein bisschen Wasser auf die Straßen gefallen ist. Ich würde dann ganz gerne mit Top 1 beginnen. Es sieht aus wie eine sehr kurze Tagesordnung, aber durch die Plenarvorbereitung für die nächsten drei Tage, wo ich sagen muss, möchte ich mich an dieser Stelle wortwörtlich und ausdrücklich bei allen bedanken für die gute Zusammenarbeit und die Vorbereitung der einzelnen Anträge und der Themen dieses Mal. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Tagesordnung für die kommenden drei Tage ausgesprochen gut in diesem Plenum aus Sicht für unsere Fraktion. Top 1, Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Ganz bewusst der von mir schon mehrfach angesprochene Punkt Taktik im Plenum. Würde ich ganz gerne 15 Minuten mit euch ansetzen. Und zum Zweiten, Fraktionsinternes, unter anderem Nachbereitung der vergangenen Woche und Wege und Möglichkeiten für das kommende Jahr schon zu diesem Zeitpunkt, ist der zweite Teil. Deswegen ausnahmsweise, ich weiß nicht, ob wir es zeitlich wirklich reinkriegen werden, aber halte ich 45 Minuten für angebracht. Gibt es da Fragen zu, die wir hier öffentlich besprechen können? Nicht. Spricht sich jemand gegen diese beiden nicht öffentlichen Teile aus? Auch nicht. Dann schließen wir so diese beiden nicht öffentlichen Teile später an. Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Wir hatten gestern eine sehr ausführliche Vorstandssitzung, auch ausgedehnt und zeittechnisch, sodass ärgerlicherweise einzelne Mitglieder auch nicht in die AK konnten, die parallel stattgefunden hatten, was ein bisschen schade war. Eins der Themen, die nämlich gestern im AK behandelt wurden, haben wir dann wahrscheinlich gleich hier nochmal in der kleinen Diskussionsrunde für das Plenum, und dabei geht es nämlich um, man halte sich fest, die Kleingärtner. Sogar damit können wir uns ausnahmsweise mal beschäftigen. Ich würde dann ganz gerne zum Bericht der Pressestelle kommen. Ingo? Schönen guten Morgen. Ja, diese Woche haben wir wieder Plenum, dürfte sich herumgesprochen haben. Das begleiten wir auch diese Woche wieder mit schicken Plenarübersichten. Die Texte sind soweit vorbereitet. Vielen Dank an alle, die die Deckblätter ausgefüllt haben. Traditionell habe ich die ausgedruckt, gebe sie euch gleich nochmal zur finalen Freigabe und dann kann das heute Mittag raus. Besondere Augenmerk in den nächsten Tagen liegt logischerweise auf den aktuellen Stunden und ich schätze mal auf den Untersuchungsausschuss NSU, da werden wir sicherlich auch nochmal ein bisschen was machen, aber ich denke, da sind wir ganz gut vorbereitet. Ansonsten kann ich euch noch berichten, haben wir gestern auch über die Weihnachtspost gesprochen. Wir hatten ja in den letzten Jahren immer wieder Briefe rausgeschickt. Da haben wir gestern im Vorstand besprochen, dass wir dieses Jahr das etwas anders machen wollen, etwas digitaler. Wir spielen da mit dem Gedanken, E-Mails zu verschicken und dann halt eben einen Podcast zu verlinken, einen Xmas-Podcast, wo alle MDL herzlich eingeladen sind, sich daran zu beteiligen. Jaroslav Helena und ich werden uns da einen roten Faden, ein kleines Storybook ausdenken und dann in Kürze darüber berichten. Demzufolge wird die Fraktion in diesem Jahr keine richtigen Weihnachtsbriefe bestellen. Jeder MDL ist also aufgerufen, wenn er das denn trotzdem haben möchte, das für sich selbst zu organisieren. Aber seitens der Fraktion wird da in diesem Jahr nichts gemacht. Dann haben wir noch die Anfrage von den IHK in Deutschland, von der Deutschen Industrie- und Handelskammer, die alle Abgeordneten in ganz Deutschland einlädt, an einer Umfrage teilzunehmen bezüglich des Image und der Zusammenarbeit mit IHK. Verschiedene Büros haben die Pressestelle hier involviert, weil sie dachten, das wäre ein Interview. Erstmal vielen Dank dafür, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig integriert werden. Ich würde allerdings vorschlagen, dass diese IHK-Interviews autark von den einzelnen Abgeordneten geführt werden können, ohne weitere Begleitung von der Pressestelle, da das halt eben eine anonymisierte Umfrage ist, die jetzt nicht wirklich, zumindest was die Fraktion angeht, Öffentlichkeitsrelevanz hat. Und das letzte
täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben ja so eine Internetseite, da hatten wir ja diese Rubrik Inhalte überarbeitet, also von der Struktur her überarbeitet. Jetzt geht es darum, die Inhalte zu überarbeiten. Auch da ist jeder MDL, jedes Büro, jeder Referent herzlich eingeladen, die Texte zu aktualisieren. Ich habe das jetzt dreimal gesagt, das war es jetzt. Ich rede davon nie wieder. Ich warte einfach mal auf die Dinge, die da jetzt, auf die Texte, die da angeliefert werden. Ansonsten, das war's. Was die Texte angeht, werde ich dann das übernehmen und bei den jeweiligen MDL dann separat aufschlagen. Kurzer Einwurf von Dietmar. Ja, Einwurf, mehr so die Abfrage bezüglich der Weihnachtsgeschichte. Ich habe hier keinen Widerspruch gesehen. Ich weiß nicht, ob wir es beschließen müssten, aber angesichts der Tatsache, dass es keinen Widerspruch gegen die Vorgehensweise, wie wir sie gestern besprochen und im Vorstand zumindest einstimmig beschlossen haben, gehe ich davon aus, dass Einverständnis damit besteht, die Verfahrensweise für dieses Jahr Weihnachten dann so zu wählen. Es bleibt widerspruchslos. Wunderbar. Danke. So, Sekunde. Harald, wenn du möchtest. Wir haben ein paar Neuzugänge zu verzeichnen. Oh, ja, wir haben eine ganze Menge Neuzugänge. Wäre vielleicht ganz sinnig, wenn sich die betreffenden Referenten und der Praktikant kurz vorstellen würden. Vielleicht fangen wir mal vorwärtsweisend mit dem Referenten, den neuen für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss NSU an und setzen dann mit Gregor Waluga Enquete-Kommission fort. Aber David, denke ich, könnte sich hier in dem Kreis auch noch mal bemerkbar machen, auch wenn er schon eine Woche hier ist, und dann der Praktikant. Ist das so in Ordnung? Auch Daniel, okay. Ja, hallo, guten Morgen. Mein Name ist Michael Schulz. Ich bin der neue Referent des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses NSU. Ja, gestern ersten Arbeitstag gehabt, alles noch was neu. Ich hoffe, dass ich mir das mit den Namen von euch allen auch bald möglichst merken kann. Sonst müsst ihr mir das noch verzeihen. Ansonsten, wer Fragen hat, einfach ansprechen und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit euch allen. Ja, hallo, ich heiße Gregor. Ich bin auch der Neue hier im Bunde und bin zuständig als wissenschaftlicher Referent für die einzusetzende Enquete-Kommission, die sich am 12.12. konstituieren wird, und werde das zusammen mit Oliver Bayer oder ihm tatkräftig begleiten. Und ja, ich freue mich auch auf eine gute Zusammenarbeit. Wenn es Fragen gibt in Richtung ÖPNV, Fahrplanauskünfte oder sonst irgendwas, könnt ihr euch auch gerne an mich wenden. Ja, mein Name ist David, also ich bin jetzt seit Mitte Oktober hier, der neue Referent für Haushalt und Finanzen. Ja, also wie gesagt, ich freue mich auch auf eine gute Zusammenarbeit und also, danke. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Daniel Drünen. Ich glaube, die meisten kennen mich hier schon von Parteitagen. Ich bin jetzt für die nächsten 6 Wochen hier Praktikant im Sportausschuss. Und ja, ich versuche, so viel wie möglich mitzunehmen. Und ich denke mal, ich werde vielen von euch auf die Nerven gehen. Oh ja, ich hoffe nicht, er kann. Okay, vielen Dank an euch vier. Herzlich willkommen. Freut mich, die Verstärkung im Team hier auch zu sehen. Harald, ansonsten hatten wir lustigerweise personell gerade mal nichts. Passiert ja auch, dass wir mal nicht neue Leute einstellen und uns vergrößern. So, dann kommen wir zu Top 3, Vorbereitung des kommenden Plenums, Mittwoch, Donnerstag, Freitag dieser Woche. Das ist eine echt lange Liste. Ich gehe mal rasch durch. Wir starten nämlich mit
was mich sehr freut, der aktuellen, also nach der Wahl der Mitglieder des Landesrechnungshofs, kommen wir zu dem Thema der aktuellen Stunden für den Verfassungsschutz beziehungsweise im Nachgang von Hogeser und Nohogeser. Da wollte ich ganz bewusst fragen, Frank, wie ist das Vorgehen angesetzt jetzt in Bezug auf mögliche Anträge oder nicht? Denn im Fraktionspad steht jetzt hier noch Änderungsanträge und Entschließungsanträge zur Abstimmung Hogeser aktuelle Stunde. Geht ja eigentlich nicht laut Geschäftsordnung. Ja, ich nehme an, dass, ich weiß nicht, wer es eingetragen hat, vielleicht war nur der Antrag aktuelle Stunde da gemeint. Also da ist jetzt nichts weiter geplant. Wir haben ja später am Donnerstag nochmal zu dem Komplex einen eigenen Antrag, Thema Fußball und Hooligans. Also da wollen wir keinen Antrag machen. Okay, denn wie gesagt, das ist ja von der, ich erläutere das ganz kurz, weil es da eine kleine Irritation gab. Also die Geschäftsordnung des Landtags NRW sieht explizit keine Entschließungsanträge für aktuelle Stunden vor. Reguläre Anträge hingegen, die im Rahmen der normalen Fristen eingebracht wurden, können dann mit aktuellen Stunden verbunden sein. Dann habe ich den Olli auf der Liste. Und dann setze ich auch nur noch nach. Und dann kann man auch einen Entschließungsantrag machen. Das heißt, zum ersten aktuellen Stunde geht es, weil ein FDP-Antrag dabei ist. Zum zweiten geht es nicht. Okay, unsere Redner sind für die aktuelle Stunde Dirk und Daniel. Oh stimmt, da habe ich aus Versehen Frank gefragt. Dirk, hattest du noch eine Anmerkung dazu? Sprichst du? Er sitzt und spricht. Gut, wunderbar. Joachim. Kurze Frage an Dirk, Stichwort Redeinhalte, weil ich spreche aus eigener Erfahrung. Abstimmung mit Daniel, alles auf dem guten Weg? Okay. Wunderbar, denn Frank wird dann höchstwahrscheinlich sprechen, tippe ich mal. Genau, Simone und Frank werden sprechen dann für den nächsten Punkt, der auch massiv wichtig ist aus unserer Sicht, das breite Bündnis für Flüchtlinge. Einmal die Sache mit dem Wegregieren über einen runden Tisch. Runde Tische, habe ich so ein bisschen das Gefühl, werden hier benutzt, um bestimmte Dinge einfach mal hinten überfallen zu lassen. Themen über die Zeit retten, meinst du? Ja, das ist unsere Aufgabe. Ach so. Genau, halt Sachen nicht einfach hinten überfallen lassen, sondern immer wieder auch hervorzerren. Ich wollte dazu ganz kurz erklären, es stand auch in der Presse, es gab drei Beschwerdebriefe von CDU, FDP und der Piratenfraktion, dass wir die Art und Weise, wie hier mit diesem Thema im Land umgegangen wurde, wir definitiv so nicht hinnehmen wollen können und müssen. Und von daher würde ich ganz gerne noch mal kurz Frank fragen, wie wir dazu stehen, zu der Sache und was wir da jetzt vorhaben. Ja, alles super. Nicht. Also mit Simone habe ich schon geklärt. Wir haben ja einen eigenen Antrag, noch mal den neuen Aspekt reinbringt, den Flüchtlingsbeauftragten und das Thema Standards in Verbindung mit Heim-TÜV. Das wird ihr Part sein. Was sie vorstellt im Rahmen, das ist ja hier Block 2-Thematik. Mein Part wird eher sein, zu reklamieren, zu wenig, zu spät. Ein bisschen hinweisen auf unsere Sachen und vor allen Dingen halt konkretere Forderungen stellen, weil die Dinge, die auf dem Flüchtlingsgipfel verabredet sind, ja per se, ich sag mal, nicht schlecht sind, aber halt sehr unverbindlich und zeitlich nicht eingeschränkt, also das wird noch eine Forderung von uns sein, das zu konkretisieren. Und ein ganz konkreter Punkt ist, das Geld, was noch an die Kommunen zusätzlich gezahlt wird, das auch an einen Zweck zu binden. Da formulieren wir gerade noch einen Entschließungsantrag, den wir da gerne dran pappen wollen. Der ist aufgrund der
Belastung der letzten Tage leider noch nicht fertig. Ich würde ihn gleich mal rumschicken, heute Mittag. Ja. Wunderbar. Der nächste Punkt, Gesetz, Nachtrag zum Haushaltsplan, war ja mehrfach in der Debatte. Da gab es keine großen Diskussionen unsererseits. Besoldungsversorgungsanpassungsgesetz 5 auch nicht. Jetzt kommt ein Thema 6, der Bereich, wo ich persönlich auch gedacht hätte, das ist gar nicht so ein Aufreger im Land, ist es offensichtlich doch. Man kann es auch schon fast als Vorbereitung für die anstehenden Haushaltsdebatten sehen. Grunderwerbssteuer ist hier offensichtlich dann doch ein von mir etwas unterschätztes Thema. Und da wurde mir im Vorfeld auch von mehreren Leuten schon Gesprächsbedarf signalisiert, namentlich Olli und Dietmar. Von daher wollte ich ganz gerne Olli den Aufschlag lassen. Ja, also Dietmar wird ja die Rede halten. Ich habe allerdings auch schon mit Olaf und auch mit Matthias Bock und den Referenten von Dietmar, mit Dietmar selbst habe ich gar nicht so viel außer auf dem Gang drüber gesprochen, mit Olaf drüber gesprochen, dass wir uns auch bereithalten, dort ganz genau hinzugucken und gegebenenfalls Kurzinterventionen zu machen. Wir beide haben auch Schriftführerdienst während der Zeit, aber ne, einer von uns zumindest da. Denn Olaf und ich haben ja auch die Enquete-Kommission Wohnungswirtschaftlicher Wandel gehabt. Olaf war da ordentliches Mitglied. Grunderwerbssteuer war dort ein sehr großes Thema und am größten war das Thema bei der Sache, und das werfe ich jetzt hier mal im Raum, einfach damit ihr es wisst, dass Grunderwerbsteuer über lange Jahre eben ausgerechnet von denen, wo jetzt die CDU und FDP sagen, die werden betroffen sein, von eben nämlich den jungen Familien oder was auch immer, Einzelleuten bezahlt werden musste, während es von Finanzinvestoren nicht bezahlt wurde. Also von denen, die wir landläufig Immobilienhaie nennen oder Leute, die unsere LEG kaufen oder riesige Wohnungsbestände und sie nachher verkommen lassen, mussten keine Grunderwerbsteuer zahlen. Es gab nicht einen Trick. Solange man nicht 95% übernahm von den Immobilien, also solange man nicht darüber kam, musste man keine Grunderwerbsteuer zahlen. Das heißt, einfach mal aufsplitten auf zwei Unternehmen. Das eine Unternehmen nimmt 93%, das andere 7. Und schon gab es keine Grunderwerbsteuer zu zahlen. Und ich denke, da ist sehr viel mehr Geld verloren gegangen, Milliarden, denke ich, als man jetzt hier durch die Erhöhung 5% auf 6,5% einstreicht. Ich glaube, das wird, oder es sei denn, Dietmar reagiert auf andere, wird wahrscheinlich eher nicht Teil der Rede sein, dass es da große Vorgeschichten gibt. Ansonsten sind wir uns, glaube ich, relativ klar. Ich hatte Gesprächsbedarf, aber den habe ich auch schon teilweise gestillt, dass Grunderwerbsteuer erhöhen erstmal kein No-Go ist, aber andererseits klar sein muss, wofür erhöht man die Grunderwerbsteuer? Erhöht man die, um einfach nur irgendwoher Geld zu kriegen fürs Haushaltsloch? Oder verknüpft man das damit, wofür die Grunderwerbsteuer steht, nämlich mit Infrastruktur? Und jetzt kann man sagen, Infrastruktur ist jetzt auch ÖPNV-Anbindung oder Verkehr, aber Infrastruktur ist andererseits auch halt die Wohnungswirtschaft oder die Wohnungsinfrastruktur generell. Und auch da fehlt ja Geld. Und das sollte man, denke ich, auch beachten in der Debatte. So viel erstmal von mir dazu. Danke, Olli. Dann habe ich den Dietmar. Ja, danke. Grumpy, Olli, danke einmal für deinen Input im Plenarpad, es sei denn, der kam auch von Stefan, und auch natürlich von Stefan für den Input oder die Stellungnahme innerhalb des Redepads. Der David war so frei und freundlich, eine kleine Rede vorzubereiten. Das war gar nicht abgesprochen. Gleichwohl war es dann Anlass, das aufzugreifen für Stefan und dazu einen Kommentar zu schreiben, den ich jetzt nicht weiter zerpflücken möchte. Ich möchte nur allgemein einmal auf Folgendes hinweisen. Wikipedia. Als Steuer wird eine Geldleistung ohne Anspruch auf individuelle Gegenleistung bezeichnet, die ein öffentlich-rechtliches Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen steuerpflichtigen Personen auferlegt wird. Dieses gilt im Übrigen auch dann für den Bereich der Grunderwerbsteuer. Es ist also nicht möglich,
Steuern zu erheben, um damit zweckgebunden irgendwelche Kosten zu decken. Allerdings freue ich mich dann auf die entsprechenden Haushaltsänderungsanträge hinsichtlich derer dann bezogen auf die Mehreinnahmen durch die Steuern entsprechende Deckungsbeiträge bereitstehen. Das ist der erste Punkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich richtig, man mag hier gewisse Defizite in bestimmten staatlichen Aufgabenerfüllungen sehen, auch im Bereich der auch und gerade im Bereich der Infrastruktur. Allerdings können wir das nicht auf die oder durch die Grunderwerbsteuer hier einfach zweckgebunden steuern. Das heißt, Steuern sind kein Steuerungsmechanismus im eigentlichen Sinne, sondern sie werden allgemein erhoben und werden dann zweckgebunden verteilt. Also von daher, von der Systematik der Haushaltsführung und des fiskalischen Bereichs müssen wir da einfach mal einen Cut machen. Das heißt, bei aller Intention, dass hier mit einer Mehreinnahme gewisse Bereiche der Daseinsvorsorge oder auch andere Aspekte gedeckt werden, müssen wir uns auf die weiteren Haushaltsdebatten oder Haushaltsverfahren und Änderungsanträge leider Gottes beschränken. Grundsätzlich, es gab ja schon mal im Februar eine entsprechende Debatte auf Basis des FDP-Antrags. Da ging es aber seinerzeit um die Fragestellung, ob die globale Mehreinnahme, die mit 300 Millionen für 2014 ausgewiesen war, denn dadurch erwirtschaftet werden solle, dass das Finanzministerium oder die regierungstragenden Fraktionen eine Grunderwerbsteuererhöhung anstreben. Das wurde nicht verneint. Ich habe mir die Rede von Finanzminister Walter Borjans noch mal angeschaut. Entgegen der breit in der Presse kolportierten Auffassung, die Landesregierung habe das immer zurückgewiesen, konnte ich eine derart klare Zurückweisung bisher nicht erkennen. Gleichzeitig möchte ich bemerken, Olli, dein Einwand hinsichtlich der Erhebung der Steuer, was vor allen Dingen auch den Bereich der institutionellen Anleger angeht, bin ich da völlig bei dir. Man muss hier ganz klar auch auf der Linie der Landesregierung schwimmend oder auf der Welle der Landesregierung schwimmend, Steuerschlupflöcher schließen zu wollen, denn das haben Sie deutlich erklärt, diesen Aspekt aufgreifen, dann möge die Landesregierung sich entsprechend dazu committen, dass derartige Ausnahmeregelungen für institutionelle Anleger, also eben dieser von dir beschriebene Trick, nicht mehr möglich ist. Das wird man dann im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens sicherlich auch als Änderungsantrag einbringen können. Und von daher glaube ich, dass wir am guten Weg sind. Ich möchte nur noch eins berichten. Ich hatte letzte Woche bereits den Antrag in den Arbeitskreis Wirtschaft und Finanzen hier von NRW reingekippt, mit der Bitte, diesen zu einer Zeit, an der ich leider nicht wegen Sitzungen nicht teilnehmen konnte, zu besprechen. Dieses hat ein Ergebnis erzielt. Es waren zwar nicht allzu viele da, allerdings haben sich sieben oder acht anwesenden Mitglieder des Arbeitskreises mehrheitlich gegen die Grunderwerbsteuer ausgesprochen. Das ist allerdings jetzt nichts, was irgendwie in Stein gemeißelt ist. Zwei hatten sich enthalten und zwei waren dafür. Ich denke, dass wir nicht gegen diese Steuer sein sollen, allerdings nicht für die Steuer, wie sie sich derzeit anschickt, ohne dass eben irgendwelche Ausnahmen gestopft werden oder Löcher gestopft werden und Umgehungsmöglichkeiten da angegangen werden. Also im derzeitigen Stadium, wir müssen ja mal sehen, das Gesetz ist erste Lesung, es geht dann in den Ausschuss, ich erwarte eine sehr hitzige Debatte darum. Ich denke nicht, dass wir hier dieses Fass der FDP reiten sollten, so, oder dieses Pferd der FDP reiten sollten, die armen Familien, also die sind es nicht nur. Es sind durchaus natürlich Leute betroffen, alle, die Wohnungen und Häuser kaufen wollen. An dieser Stelle möchte ich auch mal mit der, im Pad, das ist ja öffentlich, glaube ich, weiß ich gar nicht. Ist das öffentlich, das Pad? Ist öffentlich. Also das ist nun so, dass für alle Grunderwerbssteuer oder alle Grund- oder Immobilienerwerbe die Grunderwerbsteuer anfällt und nicht nur für solche, wo also Wohngebäude drauf sind oder wo die Absicht besteht, demnächst ein Gebäude zu errichten. Also ich denke, das kriegen wir hin. Von der Tendenz geht es also durchaus nicht in Richtung Ablehnung der Steuer als solche, vom Grundsatz her, sondern eben, bitte? Oh, Entschuldigung. Sorry. Du weißt doch, ihr wisst doch.
Übrigens danke auch für die tollen, Gimmicks auf dem Parteitag und dem so hinsichtlich der Redezeit, wenn ich rede, ist Block 2, okay, ich bin jetzt fertig, tschüss. Okay, danke, dann glaube ich, also wenn ich das gerade, Olaf, wolltest du auch was sagen? Ich hatte dich gerade irgendwie, okay, dann habe ich Nico. Danke. Ich wollte nur kurz einwerfen, wenn man auch dem Argument nicht folgen muss, dass wegen der Betroffenheit von jungen Familien das Ganze ad acta zu legen ist, aber man zumindest, also ne, FDP-Style, aber man doch zumindest dann vielleicht einen Gedanken darauf verschwenden könnte, eben dort Ausnahmetatbestände zu fordern oder sowas wie einen reduzierten Steuersatz mal in die Überlegung mit einzuziehen, so in die Richtung. Darf ich nur kurz? War auch eine tendenzielle Anmerkung in der Diskussion des Arbeitskreises Wirtschaft und Finanzen, dass man hier auch über verschiedene Ausnahmeregelungen nachdenken soll. Durchaus auch eben in unter Berücksichtigung sozialer Aspekte. Danke, Dietmar. Danke, Nico. Olli. Ich habe zumindest mit einem Vertreter vom AK Wifi da auch auf dem TDPA mit gesprochen, auch das Abstimmungsergebnis erfahren. Also wir sind sich nicht so ganz einig, aber die Tendenz geht auch bei denen allen in die Richtung, die Dietmar eben erwähnt hat. Und auch da bei den Gesprächen war klar, ja, man könnte natürlich auch überlegen, die Grunderwerbsteuer. Die Frage ist, ob das nicht nachher dann ausartet in Bürokratie, aber nicht nur sozial staffeln, sondern auch auch zum Beispiel nach der Lage staffeln. Das würde vielleicht eine Steuer ergeben, die Lenkungswirkung, eine Steuerungswirkung hat. Momentan hat sie ja keine wirkliche Steuerungswirkung, keine Lenkungswirkung. Ja, zweckgebunden Steuern gehen natürlich nicht, aber man hat natürlich immer so im Hinterkopf, wofür man das Geld haben will. Und durch die Lenkungswirkung zeigt man das dann auch. Ja, weshalb man diese Steuer erhebt. Und die Punkt Nummer 3, den ich sagen wollte, ist mir entfallen. Dankeschön. Gut, das ist, kommt vor. Wunderbar. Da dieses Thema dann sowieso erstmal in die Ausschüsse geht, wenn wir hier sogar schon so diskutieren, bin ich mal gespannt, was in den Ausschüssen los sein wird. So, Punkt 7 ist zusammengelegt mit der Aktuellen Stunde. Ja, ich hatte die, weißt du, es steht schon fest, wohin das überwiesen werden soll? Ich weiß das gar nicht. Aus dem Handgelenk jetzt gerade auch nicht, also, weil ich okay. Nur unser Pad auf habe. Also eigentlich Finanzen, Kommunal. Der AWO Lupo sucht das gerade kurz raus. Aber es kann sein, dass zumindest in der alten Tagesordnung nicht richtig steht, weil der Lean Camper hat auch nachher noch gefragt, ob zum Beispiel auch im Bauen und Verkehr. Also HFA und Bauen und Verkehr. Wunderbar. Wir rechnen Wirtschaft auch. Ah, ja, wir rechnen Wirtschaft damit, denke ich mal, dass es Sondersitzungen geben wird, denn das Ding soll ja schnell durch. Also es wird zwar überwiesen, aber ich persönlich rechne mal damit, dass wir eventuell damit Sondersitzungen rechnen müssen. Ja, eine kurze Anmerkung. HFA, wir hatten eigentlich im letzten HFA letzte Woche damit gerechnet, dass die SPD einen Vorschuss macht, sofort Vorratsbeschluss für eine Anhörung. Haben die nicht gemacht, wird aber im Laufe des am Rande des Plenums stattfinden. Es wird also eine Obleuterunde geben am Rande des Plenums, in der das Ziel verfolgt werden wird, sehr schnell eine Anhörung durchzuführen, um natürlich nach Möglichkeit im Laufe dieses Jahres noch zu einer entsprechenden Verabschiedung des Gesetzes zu kommen. Hoffen wir, dass diese Anhörung dann auch durch den eigentlichen Ausschuss später legitimiert wird und nicht nur in der Obleuterunde beschlossen wird. Das geht so eigentlich nicht. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Stopp der Veräußerung von Kunstwerken zur Haushaltssanierung. Ein Thema, das auch droht, ein bisschen unterzugehen. Es steht ja die Versteigerung immer noch im Raum. Wir bleiben da trotzdem dran. Da würde ich ganz gerne von Lukas kurz den Zwischenstand einmal abfragen. Ja, der Zwischenstand sieht so aus, dass wir einen Entschließungsantrag zu unserem eigenen Antrag nachreichen werden, der so ein bisschen eben auf die aktuellen Ereignisse seit der Antragstellung
eingeht und das quasi updatet. Zwischenzeitlich hat auch die FDP einen ähnlichen Antrag gestellt. Diese beiden Anträge werden zusammen im Plenum als ein Tagesordnungspunkt behandelt. Und es gibt bei den mündlichen Anfragen gibt es von der FDP ebenfalls Anfragen dazu. Von uns wurde das Thema oder von Dietmar auch im HFA flankiert, auch ziemlich erfolgreich, wie ich finde. Und so haben wir da auf jeden Fall ein gutes Zeichen gesetzt und ich hoffe, dass wir das auch im Plenum weiter fortführen können. Der Entschließungsantrag befindet sich quasi in den letzten Zügen und wird per Umlaufbeschluss dann euch allen nochmal zugänglich gemacht, damit wir den unseren eigenen Regeln nach dann halt entsprechend legitimieren. Dankeschön. Im Übrigen, mir wurde seitens der Presse hier im Land auch gestern nochmal signalisiert, dass dieses Thema nicht untergehen sollte. Genau. Das nächste, dann haben wir die anschließende Fragestunde, die sich ebenfalls mit den Kunst-Kultur-Geschichten beschäftigt. Ich gucke nochmal gerade. Ein gemeinsamer Antrag aller Fraktionen im Bereich der Inklusion, wo wir ebenfalls mit dabei vertreten sind. 10. Die Einsetzung des Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 41 zum Bereich NSU-Terror in NRW. Ihr habt da gestern in Dortmund was gemacht, da wollte ich ganz einfach mal von euch ein Votum, Meinung, Stimmung, wie war es gestern? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was du da jetzt hören möchtest. Also der Podcast war gut, fand ich. Also es ist auch von mehreren Leuten gesagt worden, dass er fachlich auch gut war. Der geht ja noch online demnächst, wenn die Aufzeichnung irgendwer auch hochgeladen hat. Und ansonsten waren halt nicht so sonderlich viele Leute da. Es haben, glaube ich, 11 Menschen zugehört, Thorsten, ist das richtig? 11 Leute haben die ganze Zeit zugehört, war ja sehr schön. War halt sehr intensiv, muss man sagen. Also das eignet sich, wenn man in das Thema einsteigen will, schon sehr gut. Wir werden das trotzdem noch mal so ein bisschen aufgeteilt hochladen. Deshalb ist der komplette Stream, den wir gestern ja live gemacht haben, noch nicht abrufbar, kommt aber in den nächsten paar Tagen. Ich denke, Ingo, wir verlinken den auch auf der 20 Piraten-Seite. Macht wahrscheinlich Sinn, oder? Und was dabei rausgekommen ist, die Menschen, die mit dem Thema so schwer beschäftigt sind, sprechen ganz schlimm in Fachtermini und Abkürzungen und Dingen. Haben wir aber gestern vermieden, also möglichst. Vermieden. Gleichwohl macht Birgit da noch eine Seite zu, dass man das alles nachschauen kann und auch das verlinken kann. Ein Glosser soll nicht zum Schaden sein. Nee. So, dann haben wir einen Fragepunkt, und zwar Gesetz zur Änderung des Markscheider-Gesetzes. Da haben wir noch keine Abstimmungsempfehlung. Kurze Frage, Kai. Das ist Punkt 12, entschuldige. Habe ich ja eigentlich reingeschrieben, wie ich das sehe. Ich würde dazu nicht reden, ich würde dem Antrag zustimmen, aber bitte? Im Pad steht tatsächlich 5 Minuten. Ich weiß auch nicht, warum. Also im Protokoll steht 5 Minuten. Ich weiß auch nicht, warum, aber eigentlich macht das keinen Sinn, richtig, aber da steht 5 Minuten dabei. Wenn da zu geredet werden soll, das Markscheider-Gesetz liegt bei mir, würde ich aber trotzdem nicht zu reden. Und ansonsten ist das eine Entfristung und nicht mehr. Es ist halt nur eine Einbringung von der Landesregierung. Gut, die haben dann die 5 Minuten und dann geht es halt weiter. Das habe ich auch. Aber die halten sich trotzdem an deine Maßgabe, die reden auch keine 5 Minuten. Stimmt. Die reden meistens gar nicht, sondern bringen das nur ein. Genau, aber dieses Thema scheint Ihnen so wichtig zu sein, dass Sie da eine Redezeit beantragt haben. So, dann haben wir mehrere Überweisungen. Ich schaue mal gerade. Ich bin 14, 15. Dann haben wir einige Dinge ohne Debatte. Es sind, keine Sorge, keine Gesetze, es sind neue Einbringungen. Außerplanmäßige Ausgaben, bei denen wir uns enthalten werden. Donnerstag. Ebenfalls wieder aktuelle Stunde. Wir haben es auch da geschafft. Am Mittwoch haben wir es geschafft, mit der CDU die aktuelle Stunde zu platzieren. Am Donnerstag mit der FDP. Auch da danke an die anderen, dass sie die Themen aufgreifen. Es geht um die PKW-Maut. Ganz
wirklich in kurz jetzt, Olli, wenn du, oder es geht ja vor allen Dingen aus unserer Sicht, denke ich mal, um den Aspekt Datenschutz. Frank, Olli, ihr arbeitet da zusammen im Schulterschluss. Also, wenn niemand anderes dagegen hat, würden gerne Frank und ich dazu reden. Ich glaube, wir müssen uns noch aushandeln, wie wir das aufbauen und die Reihenfolge festlegen. Es sind einige Dinge dazugekommen, seitdem wir den Antrag Dienstag hatten. Die FDP hat, glaube ich, einfach nur die Sachen, die falsch laufen, mit der Maut genommen, die schon vorher feststanden. Das ist okay, der Antrag ergänzt unseren durchaus, auch wenn mein Vergleich, wir sagen, PKW-Maut ist sinnlos und zusätzlich jetzt noch gigantische Überwachungsinfrastruktur und FDP sagt, schadet Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel, auf Twitter viele Retweets bekommen hat. Es kommen allerdings noch andere Dinge dazu. Es gibt einmal den Aufbau der Überwachungsstruktur. Wir kriegen eine Vorratsdatenspeicherung mit Bewegungsdaten, denn die Daten werden 13 Monate vorgehalten laut des Gesetzentwurfs. Das ist schon krass. Ich würde gerne auch thematisieren, wegen unserer Landesregierung, die für die Überwachung ist, dazu gleich vielleicht noch zwei Sätze, aber gegen PPP, also gegen private Autobahnen, würde ich gerne durchaus auch noch am Anfang den Hinweis geben, dass hier im Grunde eine tolle Anlage installiert wird, um private Autobahnen zu finanzieren. Denn ansonsten hat man immer das Abrechnungsproblem. Und man fragt sich ja, wozu eigentlich so eine Maut, die keine Einnahmen bringt und nur viel Aufwand. Dafür könnte es tatsächlich sein, wenn man nicht einen Verschwörungstheoretiker sagt, und die ist eh nur für die NSA. Das könnten wir unserer Landesregierung noch vorhalten, denn die Landesregierung ist ja einmal für die Ausweitung der Lkw-Maut, also dafür, dass die Autos, auch die Pkw-Maut wird dann auch auf Bundesstraßen überwacht werden, wenn die Brücken da erstmal stehen. Und zweitens gibt es ja hier im Land AGES, das ist eine Firma in Langenfeld, die genau dies, was jetzt in dem Gesetzentwurf steht, anbietet, nämlich diese Kennzeichenkontrolle. Und Minister Groschek hat vorher immer gesagt, wir finden diese Vignettenlösung altmodisch und die sollten wir lieber auf moderne, und die Tollcollect ist auch doof, wir sollten auf moderne Sachen setzen, wie zum Beispiel bei uns in NRW in Langenfeld AGES macht und jetzt genau wird das gemacht. Das ist aber diese Überwachungsinfrastruktur, die da aufgebaut wird, kommt zwar dann aus Nordrhein-Westfalen, also der Background dahinter. Mir wurde jetzt schon oft gesagt, die gibt es auch schon, die Brücken, aber das Komplizierte, das ist jetzt auch mein letzter Satz dazu, das Komplizierte an der Sache oder das Schlimme an der Sache sind jetzt nicht nur, dass es die Hardware gibt, die Brücken, sondern dass wir da dran jetzt ein Zentralregister binden, eine Datenbank, wo die Sachen wirklich auch 13 Monate gespeichert werden, denn die LKWs fahren da lang und wenn sie einen Transponder haben, kann das im Grunde sofort gelöscht werden, was aufgenommen wird. Nur wenn die Mautpreller sind, muss es gespeichert werden. Wir jetzt müssen wirklich speichern, anders geht das mit dem Gesetzentwurf, der uns vorliegt, nicht. So viel vielleicht dazu. Und laut Minister Dobrindt haben wir da ja eh alle Unrecht und das ist ja alles gar nicht so schlimm und das wird ja auch alles verhindert, dass da das BKA Zugriff hat. Jetzt sehe ich ganz kurz Dietmar. Wie bei dem LKW-Fahrer, der auf Autotransporter geschossen hat. Der CSU kann man da immer vertrauen. Genau. Also Frank, bitte. Ja, da bleibt jetzt nicht viel. Ich muss noch mal gucken, ob Olli wirklich zuerst redet, weil nachher habe ich da nichts mehr, wenn alle Punkte bringen. Also ich denke mal, klar, Dobrindt sagt, es ist alles sicher. Ich glaube, da können wir uns dann auch drauf verlassen, wenn er das sagt. Ganz sicher können wir das. Und ja, es kommt halt zusammen, was zusammenkommen soll, als ob es bisher keiner geahnt hat, dass uns das mal irgendwann ins Haus steht. Die Brücken halt auch sinnvoll für den gesamten Verkehr zu nutzen. Die sind da auch so schön in der Landschaft. Da muss mal mehr Effektivität rein. Also ich glaube, das wird eine ganz interessante Debatte. Ein bisschen amüsiert hat mich tatsächlich diese Mövenpick-Maut-Antrag. Den habe ich ehrlich gesagt noch nicht verstanden. Also von der FDP, ich werde mir den aber nochmal durchlesen. Vielleicht kriege ich da noch was raus. Gut. So viel zum Tourismus. Dietmar noch kurz? Ja, ich meine, ein
wenn auch der Aufhänger diese Mautgeschichte ist, ich sag mal, ein klareres Thema als dieses, um daran wirklich alle Grundüberzeugungen unserer Partei aufzuhängen, was Datenvermeidung angeht, dürfte wohl klar sein. Es gibt ja noch ein paar Begleitthemen. Ich rede jetzt gerade nicht von NSA, rede nicht gerade von der Netzüberwachung, sondern ich rede hier zum Beispiel von Aspekten wie INDECT, von Precops und dergleichen mehr, von den vielen Begehrlichkeiten, die mit solcher Datenerhebung verbunden sind, die auch schon mit der Lkw-Maut immer wieder angegraben worden ist, einschließlich Forderungen von Innenministerien etc. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kritisiere ich persönlich auch unseren Landesdatenschutzbeauftragten, der sagt, wir müssen ein System entwickeln, welches bestimmte Dinge eben sicher macht oder ausschließen lässt. Es ist immer eine Frage, wer sitzt am gesetzgeberischen Drücker, um, sei es drum, über Verordnungen oder Gesetzesänderungen mit einem Federstrich genau das Gegenteil von dem zu bewirken, was vorher als Sicherheitsmaßnahme eingebaut worden ist. Ich denke, hier gibt es überhaupt kein Wenn und Aber, wie man das machen sollte, sondern weg mit dem Zeug, gar nicht erst ran. Und das, glaube ich, müssen wir hier deutlich machen, wie es deutlicher nicht geht. Ja, ich würde mich ja auch mehr darüber freuen, es würde nicht Mike the Minister Groschek, sondern I'm the Law Jäger dazu auf dem Podium stehen. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Dann haben wir Windenergie, FDP, das ist alles relativ unstrittig. Dann haben wir von es kam nicht Moment, wer dazu redet. Danebot und oder Kai steht da. Es geht um Zeile 298. Dankeschön, Zeile 298. Sorgen der Bürgerinnen und Bürger bei Windenergie. Also ich denke, dass Kai das gut machen kann, aber für den Fall, dass er nicht möchte oder dass es zwei Blöcke gibt oder dass jemand ausfällt oder so, habe ich mich so im Prinzip als Reserve mit eingetragen. Nee, ich mache das schon, kein Problem. Okay. Und natürlich dagegen. Warum auch gar nicht? Bei der FDP, beim FDP-Antrag zu Windrädern sind wir dagegen. Wie kann das sein? Okay, wunderbar. Es herrscht Einigkeit. Vielen Dank. Wir haben noch eine Menge mehr Punkte. Kopfnoten ist klar, ist nichts für uns. Vielen Dank. Das macht Birgit. Breitbandförderprogramm der NRW-Bank effizienter gestalten von CDU-FDP. Das war das Thema, was wir letzte Woche ja auch hatten. Vorgesehen ist Daniel Schwert. Jetzt hatte ich ja eine Krankmeldung von Daniel auf dem Tisch. Er hat gesagt, er kommt. Nur sicherheitshalber die Frage, würde dies zur Not, sollte krankheitsbedingt Daniel doch kurzfristig ausfallen, was ich jetzt nicht hoffe, würde sich da zur Not noch jemand bereit erklären, das mit zu übernehmen? Ansonsten setze ich mich als Springer da sicherheitshalber mit drauf. Das würde uns ein bisschen Zeit sparen. Also es geht um Punkt 4 für Donnerstag, Breitbandförderprogramm. Einfach Thema Krankheitsvertretung. Dann haben wir unseren eigenen Antrag, Top 5, Nazis raus aus dem Stadion, welcher zum Glück nicht irgendwie missverständlich zusammengelegt worden ist mit den ganzen Hogeser- und No-Hogeser-Geschichten. Daniel, kurzer Zwischenstand von dir. Ja, ich werde dazu reden und werde versuchen, das, was zumindest CDU, FDP zum Teil halt tut, dann auch die vergewaltigen ja quasi den Fußball so ein bisschen, ne, und bringen dann auch wieder alles schön durcheinander mit Hooligans, Ultras und was weiß ich nicht alles. Ich versuche da eigentlich in Abstimmung dann mit Frank natürlich vom Sonntag dann auch nochmal zu berichten oder rückblickend zu betrachten, wobei wir das ja in der Aktuellen Stunde im Großen und Ganzen haben. Hier werden wir den Versuch starten, im Prinzip unsere Arbeit, die wir in Sachen Fanrechten jetzt in den letzten 2,5 Jahren machen, die Frank federführend in den letzten 2,5 Jahren halt auch gemacht hat,
einfach auch nochmal so ein bisschen darzustellen, auch tatsächlich die Unterschiede klarzustellen und vielleicht uns auch so ein bisschen zu helfen, ein Bild zu präsentieren, dass eben nicht diese Ultras so die wahnsinnig Gewalttätigen sind. Die Gewalttätigen haben wir da eben am 26. Oktober in Köln auf der Straße gesehen, nennen sich Hooligans, sind auch nicht überraschend gewalttätig, sondern sind einfach gewalttätig, fertig und dann ist eigentlich End of Discussion und mal sehen, was wir da alles so reinbringen können. Unsere Forderung ist ja, einen runden Tisch zu machen und im Prinzip zu gucken, dass wir eben Nazis, Rechtsradikalismus komplett aus dem Stadion kriegen. Bitte. Genau, Vorsicht mit runden Tischen, Thema ja. Flüchtlinge, wir wissen, was da passieren kann. Kurz Frank noch. Ja, gut, im Prinzip hat Daniel das gesagt. Es geht, die Jäger hat eine differenzierte oder ist dabei, eine differenzierte Sicht zu entwickeln auf die Fußballszene. Und das soll dieser Antrag eigentlich nochmal deutlich machen. Da an der Stelle wollen wir ihm dann mal helfen, ja, ausnahmsweise. Und ja, wie Daniel sagte, praktisch einen Gegenpol setzen zu dem Verteufeln der gesamten Szene, was halt, wie gesagt, von einigen in der Debatte hier ja passiert. Gut, dann haben wir Landesbrand. Ein Top wurde gestrichen von der Regierung, eine Einbringung. Eine Regierung wurde gestrichen. Genau, eine Regierung wurde gestrichen. Lehrkräfte in Verbindung mit FDP-Antrag. So, dann gibt es einen gemeinsamen Antrag von der CDU, der FDP und den Piraten. Das ist mal etwas ganz Ungewohntes. Es geht um die Heilberufsgesetze. Olaf, ist alles geklärt in der Ecke? Ja, ist soweit alles geklärt. Ich meine, dass die Empfehlung natürlich ist, dafür zu stimmen. Also Zustimmung ist klar, weil wir den Antrag natürlich mitgestellt haben. Es wird sehr, sehr spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass es an der Stelle auch ziemlich laut wird, weil eigentlich ist die ganze Opposition, kann man wirklich sagen, ziemlich angepisst über das Verhalten der Regierung. Ja, ach ja, also es war diesmal wieder wirklich verdammt. Ja, ich meine, man kann es immer schlimm und noch schlimmer machen. Also, und das fällt wirklich meiner Meinung nach auch schon fast unter dem am schlimmsten. Wir haben jetzt einen eigenen Gesetzentwurf, der ist ja auch noch damit verknüpft, jetzt reingebracht. Und da steht zum Beispiel genau die Sache drin, die wir jetzt anderthalb Jahre sind das, ne? Ich wollte jetzt nicht übertreiben, die wir hier seit anderthalb Jahren bearbeiten, dass da jetzt der Prüfungsauftrag drin steht, dass die Regierung das doch mal prüfen soll, was jetzt hier seit anderthalb Jahren vom Parlament geprüft worden ist. Und von daher sind wir da schon sehr sauer und es wird ziemlich laut werden, kann ich mir vorstellen. Oh, Daniel. Nur eine kurze Ergänzung. Ich durfte den Spaß ja miterleben, auch schon im Ausschuss. Und ich möchte euch da tatsächlich an der Stelle einfach mal bitten, also es ist ja jetzt nicht gerade vielleicht so wahnsinniges Piratenkernthema vom Antrag her, obwohl eigentlich schon. Aber da geht es halt jetzt eben nicht irgendwie um Internet quasi. Da bitte ich euch wirklich dabei zu sein, das wird spannend. Also CDU, FDP werden da auch nochmal mit uns gemeinsam dann halt richtig, richtig schießen. Und das, was Olaf sagt, die besitzen jetzt hier wirklich die Frechheit, uns nach anderthalb Jahren Beratung, nach zwei Anhörungen zu der Thematik, einen Antrag vorzulegen, der auf dem Sachstand von vor anderthalb Jahren ist. Das kann man machen, ist aber halt richtig kacke. Und in den Ausschüssen ging es hoch her. Toso wird das im AGS halt eben miterlebt haben. Wie gesagt, bei uns im Familienausschuss genauso. Wir haben extra eine Sondersitzung gemacht dafür, um das Ding halt, um Rot-Grün noch zu ermöglichen, was vorzulegen. Und dann kommt da so eine Witznummer 2,5 Stunden vor Beginn der Ausschusssitzung. Also das ist mit Verarschung ist das wirklich euphemistisch umschrieben. Harsche Worte, da steckt das Wort Arsch mit drin. Tose auch noch? Nur eine kurze Anmerkung. Der Daniel hat mich zwar gerade benannt, aber man muss hier ganz klar sagen, die Hauptarbeit haben Daniel und Olaf gemacht und das wirklich die letzten anderthalb Jahre sehr konsequent und sehr intensiv. Also von mir nochmal vielen Dank, dass man sich an der Stelle wirklich nur zurücklehnen konnte. Die Arbeit ist richtig klasse gewesen. Wunderbar. Dankeschön. Nächster Punkt ist Zeile 397. CETA stoppen. Daniel Schwert wird dort reden oder halt zur Not jemand anders, sollte das gesundheitsbedingt nicht möglich sein. Wenn zwischendurch nochmal die Bestätigung kommt, wäre das super. Okay, denn CETA, wie wir ja wissen, ist ja
eins der weiteren wunderbaren Akronyme, Anonymous versus Acronymous, TAFTA, TTIP, ACTA, ein absolutes Kernthema von uns, und wir werden das auch in der direkten Abstimmung hier mit den Landesinteressen ins Plenum bringen. Dann haben wir bei Punkt 9, BAföG-Entlastung des Bundes dauerhaft für Kinder, Schüler und Studierende einsetzen. Fehlt uns, Joachim, noch die Abstimmungsempfehlung und die Stellungnahme zusammen mit den Referenten? Ja, kann ich hier kurz machen. Also Olli, Hilmar und ich und alle weiteren Beteiligten haben uns dazu was überlegt. Das Problem, oder ist nicht wirklich ein Problem, aber der Beschlussteil ist im Prinzip okay, Qualitätsverbesserung von Schule, ja, da sind wir alle für. Guckt man sich den Begründungsteil genauer an, dann wird auf die Politik der Bundesregierung so ein bisschen gelobhudelt. Und der Antrag wird eh abgelehnt. Ich würde mich da ungern, vor allen Dingen bei einer direkten Abstimmung, vor den Karren der Union spannen lassen. Rate zur Enthaltung. Moni. Es liegt außerdem in der Fraktion aus dem Bereich Kinderbildung, Jugend keinen Beschluss, wie wir glauben, dass die BAföG-Mittel am besten eingesetzt werden. Also da wir das nicht entschieden haben, glaube ich, ist da eine Zustimmung auch gar nicht möglich. Okay, gehen wir also mittlerweile auf Enthaltung. Mal. Olli? Also ich bleibe bei der Enthaltung wegen der Erklärung, die Joachim geliefert hat. Klar ist aber, da haben wir jetzt natürlich selber aber zum Beispiel keinen Antrag oder sowas vorgelegt, dass wir momentan eigentlich doch schon kritisieren sollten, das wird Joachim dann ja auch in der Rede tun, dass die BAföG-Mittel momentan nicht so verwendet werden, wie sie verwendet werden sollten, also nicht in die Bildung fließen, ob es jetzt nun Schule oder Hochschule ist. Frage, habt ihr, also es ist im Schulausschuss danach gefragt worden, wo die Mittel hingehen, und es hat darauf eine Antwort gegeben. Habt ihr da Kenntnis, habt ihr die Unterlagen dazu? Ich lasse sie euch gern zukommen. Ja, dachte ich. Große Küche, okay, wird also noch trotz alledem weiter bearbeitet, aber wir haben halt die Enthaltung mal so mit aufgenommen. Jetzt gucke ich mal gerade, Lebensmittelüberwachung ist klar. Oh, doch nicht, Simone. Deine Worte, ich wollte dich fragen, du hattest ja gesagt, du hast bis jetzt noch keine Rede, und mir ist der FDP-Antrag noch so ein bisschen durchgeflutscht. Würdest du dazu reden wollen? Beziehungsweise? Kann ich dann machen, ja. Gut, danke. Nochmal ganz kurz, du meinst jetzt Abstand, also die Lebensmittelüberwachung, den FDP-Antrag? Genau. Okay, das heißt also, das macht dann Danebot. Okay, ah, jemand löscht es bereits, dankeschön. Genau, Top 11, Zeile 438. Leistungsschutzrecht für Presseverleger gehört einfach mal beerdigt und abgeschafft. Stopp, bitte. Habe ich was übersehen? Da steht bei der Abstimmungsempfehlung zu Top 10, muss in der Fraktion diskutiert und abgestimmt werden. Ohne Abstimmungsempfehlung würde ich ungern rausgehen. Danke. Oh, Verzeihung. Ist das eine Überweisung? Moment, ich schaue mal kurz nach. Ich lese das gerade, was denn? Ja, es handelt sich hierbei um eine Überweisung an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk federführend, sowie den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft, Verbraucherschutz. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Demzufolge nach können wir dieses Thema auch erstmal dann intern weiter diskutieren. Reicht dir das, Michelle? Dankeschön. Leistungsschutzrecht Top 11 am Donnerstag gehört beerdigt. Wir werden hier ein umgekehrtes Verfahren anbieten, denn wir möchten dieses Thema auch wirklich in den Ausschüssen diskutiert sehen und dass es dort nicht beerdigt wird, sondern zurück ins Plenum kommt. Also wir können das auch als Einbringung in den Landtag betrachten. Da wird dann also diesmal nicht zugesprochen, sondern erst, wenn es aus den Ausschüssen wieder rauskommt, und das finde ich persönlich sehr schön. 12.
Ja, bitte. Ja, da stand ja ursprünglich dafür bei der Stellungnahme eine entsprechende Begründung. Ich habe mich gestern noch mal länger mit Danebord zu dem Thema unterhalten und ausgetauscht. Ich bin gegen diesen Antrag, werde dazu auch reden. Die Kleingärtner preisen sich an, dass ihre Gärtner für Biodiversität stehen und Ähnliches. Und das ist Unsinn. Es gibt sicherlich sinnvollere Projekte wie Urban Gardening, was zu fördern ist und nicht den Kleingärtnern, die sowieso schon jedes Jahr Geld bekommen, da irgendwie noch 500.000 pro Jahr bei der aktuellen Haushaltslage reinzuschieben. Auch hier ist es ja eine Ausschussüberweisung, die dann später noch diskutiert wird. Ja, aber trotzdem gibt es eine Nein, nein, ist völlig richtig, hast recht. Aber ich finde es. Wir können auch gleich direkt sprechen, das muss jetzt nicht. Okay, ich finde es aber auch hier spannend, ein Thema, was wirklich die Herzen bewegt. Ey, die haben Verfassungsrang. Ja, die haben Verfassungsrang. Vorsichtig. Ja. Ja, Kleingärtner. Genau. Ja, Urban Gardening ist auch ein großes Thema. Michel. Wenn ich dazu eine minimale Bemerkung machen darf. Ich finde es spannend, wenn da Diskussionen im Pad stattfinden. Vielleicht kriegen wir es irgendwie geregelt. Ich sage das jetzt nur, damit das im Gedächtnis bleibt, dass wir auch es technisch so geregelt kriegen, dass ich von allen Diskussionsteilnehmern den Namen sehe. Ich sehe nämlich leider nur, dass Danebord das Rote geschrieben hat, dass das Blaue ist von Null. Null hilft mir nicht, weil so kann ich keine Nachfragen stellen. Gut, dann müssen wir da halt nochmal die Rechte neu vergeben. Ich denke mal, es handelt sich hierbei um einen Beitrag eines Referenten oder einer Referentin. Wie gesagt, dafür gab es ja auch die große Diskussion im AK. Müssen wir nochmal technisch gucken, was wir da machen können. Verzeihung, das Bonbon mal gerade beiseite schieben. Nachtragshaushalt ist geklärt. Oder gibt es da eine kurze Stellungnahme, denn das Feld ist leer? Ja, ich wollte da gerade reinschreiben, ging aber gerade nicht. Irgendwie bin ich da nicht richtig eingeloggt. Ist dritte Lesung. Wir hatten ja Tag vorher, hatten wir das gleiche auch schon mal. Ne? Das ist zweite Lesung. Und also sprich morgen. Morgen ist zweite Lesung, Nachtragshaushalt im Plenum. Und Donnerstag dritte Lesung im Plenum. Das nur als Hinweis. Das heißt also nach der zweiten Lesung keine nochmalige Befassung in den Ausschüssen. Ich kenne ja hier das mittlerweile mit der Ausschuss. Ist eine Sondersitzung vorgesehen? Nee. Ja doch, wir könnten mal versuchen, eine vierte Lesung zu beantragen oder so. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ne? Okay. Also mir persönlich geht das auf die Nüsse, dass wir eine zweite Lesung an einem einen Tag machen, eine dritte Lesung am nächsten Tag. Wollen wir fragen, ob wir da nicht mal gucken, dass wir da intervenieren, also jetzt nicht in dem konkreten Fall, sondern generell da eine Regelung hinkriegen, die besagt, dass das nächste Plenum nicht der nächste Tag ist. Dietmar? Genau, das Thema hatten wir, glaube ich, mal zum Jahreswechsel auf 13/14. Geschäftsordnungsdebatten und so, also das wäre, würde eine Änderung der Geschäftsordnung des Landtags voraussetzen, die das verhindert. Ja. Michel, machst du eben dann zur Not? Immerhin verhindert die Geschäftsordnung, dass man die dritte Lesung direkt nach der zweiten macht. Ich glaube, das wurde früher hier so häufiger gemacht. Das trauen die sich, glaube ich, nicht mehr so ganz, weil da sitzt so eine Fraktion, die kann dem widersprechen. Gut, die CDU macht jetzt das mit den Grünen und der Elektromobilität. Freitag, 25 Jahre Mauerfall. Ich würde gerne aber zum Elektromobilität. Wird es im Übrigen vor Top 1, dem Eintritt in die Tagesordnung, eine... Ich wollte zu dem Elektromobilitätsantrag was sagen, weil wir da im Vorfeld in der Ausschussberatung mit Oliver durchaus unterschiedliche Auffassungen hatten, weil wir es aus verschiedenen Betrachtungswinkeln gesehen haben.
Deswegen steht da auch ausdrücklich drin, dass die Beschlussempfehlung dafür tatsächlich nur eine Empfehlung ist und die Option auch besteht, sich zu enthalten, dass allerdings eine, dagegen keine Option ist aus meiner Sicht. Olli, da du jetzt angesprochen worden warst. Erkläre, also Kai redet dazu, das Ding kommt auch zurück. Das heißt, es ist eigentlich, also es ist ein umgekehrtes Verfahren, wenn ich es richtig kapiert habe. Also es ist kein neuer Antrag. Was? Doch, der war ohne Debatte im Plenum. Umgekehrtes Verfahren. Kommt zurück. Umgekehrtes Verfahren. Wird also nochmal debattiert. Das heißt, wir haben die Debatte eigentlich schon gehabt. Nur zur Erklärung, wir haben aus verkehrspolitischer Sicht einige Kritikpunkte an dem Antrag. Der Antrag ist soweit erstmal in Ordnung. Er ist vor allem deswegen zu kritisieren, weil er eine Menge auslässt und weil er sich unter anderem, damit belasse ich es dann auch, auf Pkw konzentriert, sämtliche Elektromobilitätsfortschritte, die bei Bus und Bahn erreicht werden können, Bahn ja sowieso bei Elektromobilität vorne, aber bei Bussen macht es ja auch Sinn im Stadtverkehr, genau wie bei Taxis, viel mehr als bei anderen Autos. Das wird ganz außen vor gelassen und in der Anhörung, bei der ich leider persönlich nicht dabei war, war das Thema, kann man nicht sagen, weil viele Sachverständige nur wegen Autos, wegen Pkw kamen, da wurde das zumindest auch angesprochen. Das ist, sagen wir mal, meine Hauptkritik an dem Antrag. Aber man kann da gerne dafür stimmen. Ich bin da auch nicht gegen, wenn hier jetzt jemand dafür, oder ich blicke auch nicht böse auf jemanden, der dafür stimmt und ich selber werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Wichtige Dinge in kurz und knapp. Ich habe Moni, Kai, Frank, wenn ich das richtig sehe. Ich verstehe nicht, wieso du dir das nochmal durch den Kopf gehen lassen musst. Wenn das ein umgekehrtes Verfahren ist, müsst ihr doch euch im Ausschuss darüber... Ihr müsst euch wir haben ohne Votum geschoben. ...verhalten haben. Also wie ist denn... Also ich finde bei umgekehrt... Also wir waren dafür. Also die Piraten waren dafür im federführenden Ausschuss. Sorry, immer noch bin ich dran, Olli. Ja, Entschuldigung. Bei umgekehrten Verfahren fände ich es überhaupt gut, wir würden mit in das Pad reinschreiben, wie wir uns im Ausschuss verhalten haben, weil ich fände es schon ganz konsistent, wenn wir das im Plenum auch täten, so grundsätzlich, wenn es da nicht was gegen spricht. Ja, weil, ich sag mal, im Ausschuss stimmt man ja für die Fraktion ab und wenn man da weiß, was man tut, wird sich das ja nicht so schnell ändern. Also wie habt ihr da abgestimmt? Dafür. Im A18 dafür, das war der federführende Ausschuss und wir wollten uns enthalten im Verkehrsausschuss, es wurde aber ohne Votum geschoben, dann wollten wir uns auch nicht gegen stimmen. Ja, nochmal ganz kurz dazu, das nützt aber alles nichts, weil es da durchaus unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt. Okay. Deswegen habe ich auch gerade versucht deutlich zu machen, dass unsere Präferenz dafür ist, dass wir eine Enthaltung aber auch kein Problem damit haben. Was Olli sagt, ist korrekt. Der Antrag verkürzt, ja, ich sag mal, aber durch die Überschrift, durch die eigene Überschrift eigentlich nur unzulässig auf die Pkw. Die Elektromobilität selber, das Feld ist deutlich größer und der Antrag wird im Prinzip seiner Überschrift an der Stelle nicht gerecht. Das ist tatsächlich ein valider Punkt. Nichtsdestotrotz sind die... ist der Beschlussteil absolut korrekt und nur in der Feststellung ist ein Punkt, wo ich sage, naja, da weiß ich nicht so genau. Also wie gesagt, ich werde dafür stimmen, ich lasse das aber offen, wie ihr euch da verhaltet. So, kommen wir dann zum Freitag. Oder Frank, wolltest du noch, entschuldige, ich habe dich übergangen, das Pad springen. Frank hat jetzt nichts gesagt, ganz weit. Ich überlege jetzt gerade, ob Elektromobilität, ob das bei der Mautdiskussion auch eine Rolle spielt, weil da sind ja Elektrofahrzeuge ausgenommen. Würde das da unser... Boah, so kann ich der Überwachung entgehen. Genau. Man kann total viel... Dann kannst du nicht der Überwachung entgehen, weil im Gesetzentwurf steht ja, dass du nachträglich als deutscher Autofahrer nachträglich erst geguckt wird, ob du zahlen musst.
Also, aber egal, zur Maut kann man, glaube ich, 87 Tage diskutieren und da gibt es sehr viele Argumente gegen die Maut. Wahrscheinlich werden wir das in die Reden nicht unterbringen können. Und noch ganz kurz, nein, spielt keine Rolle für die Maut. Der einzige Punkt, wo wir wirklich dann auf die Palme gegangen sind, war, ich weiß gar nicht, das kam, glaube ich, aus dem Bund, irgendwie die Nutzung der Busspuren. Da müssen wir tatsächlich auf die Barrikade gehen, wenn das kommt. So, jetzt im dritten Anlauf. Freitag. Vor Eintritt in die Tagesordnung wird Frau Präsidentin hier eine kurze Eingangsrede anlässlich des Mauerfalls vom 9. November 1989 halten. Und dann geht es direkt in die Anträge. Wir haben noch keinen Redner für Top 1, 25 Jahre nach dem Fall der Mauer. Nico. Danke. Ja, grundsätzlich würde ich mal behaupten, fällt das so am ehesten in den Bereich Europa, vielleicht auch Hauptausschuss, weiß nicht. Ich hatte aber versucht, vorab den Lukas zu kontaktieren, hat irgendwie nicht hingehauen, deswegen mache ich das jetzt. Ich fände es ganz schick, wenn du da zu der Thematik mit deinem Background reden könntest. Ja. Genau. Und redetechnisch können wir dich da auch sozusagen da einstielen, aber als Person fände ich dich da authentischer. Das ist nur ein Vorschlag meinerseits. Dann nehme ich jetzt mal gerade Michelle. Also, ich behaupte jetzt, dass dieser Antrag in dieser Form, wie er gestellt wurde, eine Folge der Fahrt des Hauptausschusses nach Polen und Tschechien ist. Dort haben wir uns nämlich unter anderem mit der Geschichte von Solidarność befasst. Und so wie ich diesen Antrag lese und gerade das eben Ungarn und also sagen wir so alles, was weiter südlich ist als Tschechien, überhaupt nicht vorkommt in dem Antrag. In Tschechien waren wir auch, da haben wir uns auch minimalst mit der Umsturzzeit 89 befasst. Und das, was in diesem Antrag steht, ist quasi, boah toll, wir waren in Polen und in Tschechien und haben uns über die Wendezeit unterrichten lassen und wir packen das jetzt mal in den Antrag und danken denen, dass sie so viel beigetragen haben zur, ich nenne es mal, großen Wende in Europa. Also auch vor allen Dingen, ich habe gerade noch mal extra geguckt, ja, Herr Justmeier steht auf dem Antrag drauf, es riecht mir doch nach einem Verarbeiten einer Ausschussfahrt. Und das würde erklären, warum der Antrag ist, wie er ist, einfach nur zum Hintergrund. Jetzt überleg dich auch gerade, ob du dann... Doch. Also wir haben es ja im Augenblick noch nicht so ganz geklärt. Lukas, erstmal bitte kurz. Ja, für die das noch nicht kennen, diese Solidarność-Bewegung, eine Arbeiterbewegung, eine Streikbewegung, hat den Ursprung in Danziger Werften. Hatte übrigens auch ganz interessanten Ursprungs. Da wurde nämlich eine Kranfahrerin entlassen, die sehr unbequem war, weil sie sich nämlich für die Gleichstellung der Geschlechter engagiert hat, weil sie einen Lohnangleich haben wollte, der Frauen, die dort arbeiten, an die Männer. Und daraufhin wurde sie vom kommunistischen Regime entlassen. Daraufhin kam es in dieser Werft, in dieser Leninwerft, zu den Streiks. Und daraufhin wurde dann eine ganze Bewegung, die dann maßgeblich auch dann halt 89 die Wende bewirkt hat. Insofern ganz spannend, dass dieser Antrag ja so eine auch ein Stück weit der Arbeit von Herrn Justmeier irgendwie das der Stil ist, einfach mal so seine Gruppe mal wieder ein bisschen zu tätscheln. Das ist offensichtlich. Das ist halt so, aber ich denke, was spricht dagegen? Ich meine, diese Solidarność-Bewegung war etwas Gutes. Das waren quasi ja, Menschen und Bürger, die sich zusammengeschlossen haben, um etwas zu bewegen. Und sie haben auch was bewegt, sie haben eine ganze Welle ausgelöst. Und das können wir Piraten durchaus gut finden. Und auch den Einwand von Tom in der Stellungnahme finde ich ganz interessant. Die Polen waren unglaublich aktiv in der ACTA-Bewegung. Ja, die ersten Massenproteste gegen ACTA fanden in Polen statt. Das heißt, in Polen hat sich eine Protestkultur entwickelt, insbesondere junger Menschen, inspiriert durch die Solidarność-Bewegung, weil eben tief in Bewusstsein der polnischen Nationalität eben
dass die Information steckt, hey, wenn wir uns zusammenschließen, können wir was bewegen. Und das könnten wir herausstellen in unseren Reden. Okay, wunderbar. Ich sehe hier im Prinzip gerade drei Bewerbungen auf dem Tisch oder eigentlich zwei konkrete. Vielleicht möchtet ihr drei euch dann trotzdem im Anschluss an die Sitzung kurz zusammenhocken. Wer dann spricht, ich möchte auch noch mal kurz an das Protokoll erinnern, dass ich Herrn Jostmeier bereits einmal hier im Plenum im Landtag daran erinnerte, dass ausgerechnet und ausschließlich die polnische Jugend diejenige war, die gegen ACTA auf die Straße gegangen war. Das klappt in der Ecke einfach noch besser als hier bei uns. In Ungarn klappt das ja auch hervorragend, Thema Internetsteuer, falls das hier mal eingeführt werden sollte. Du übersetzt es simultan. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Aber wenn ihr euch da kurz absprecht, wer dann spricht und dem Büro ganz einfach nur mitteilt, Joachim, möchtest du dann noch dazu? Oder? Ich wollte dazu nur sagen, dass an dem Punkt wirklich ganz wichtig ist, dass diese, ich sag mal, im Grunde genommen ist das, was Jostmeier macht, ein Instrumentalisierungsversuch für die, ich sag mal, Werteauffassung der Union. Dass man in so einem Redebeitrag wirklich deutlich macht, und die Brücke zu ACTA scheint mir da geeignet zu sein, dass es noch eine andere Position dazu gibt und geben muss, zu dem, was in Polen damals passiert ist. Also ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass das extrem wichtig ist, dass man quasi nicht irgendwie versehentlich diesem Instrumentalisierungsversuch durch die Union zustimmt. Nico. Ich wollte nur noch mal nachfragen. Ich habe jetzt, du sagtest gerade, es gibt drei Bewerbungen. Habe ich jetzt so nicht aus der Diskussion gehört, auch nicht zwei. Ich habe einen Vorschlag gemacht, daraufhin kam Diskussion, bislang kein Gegenvorschlag oder Widerrede. Deswegen würde ich das jetzt ungern hier aus der Runde rauslassen, weil wir sind hier dafür da, um das zu entscheiden. Und wenn jemand meint, dass er dazu reden soll, dann kann man das ja hier auch eben entscheiden. Ist ja kein Ding. Ich will hier nochmal sagen, ich will nicht unbedingt dazu reden. Ich weiß, dass halt neben Jostmeier, der auch im Europaausschuss dieses Thema immer wieder pusht, wahrscheinlich der Herr Neumann von der SPD dann reden wird mit polnischem Hintergrund. Insofern, ne, können wir da auch sozusagen mit unserem passenden Persönlichkeit dann drauf antworten und drauf eingehen, was ich halt authentisch finde. Ich kann es auch notfalls machen, kein Ding. Ja, ich bin auch gerne bei der Redeerstellung ansonsten behilflich. Aber wie gesagt, mein Vorschlag wäre Lukas, Punkt. Ja, ist die Frage, ob wir das wirklich genauso machen wollen wie die anderen. Michel, liegt denn... Michel. Würdest du denn auch sprechen wollen zu dem Thema? Denn du hast ja den entsprechenden Hintergrund. Also, Michel informiert Lukas und das Europareferat informiert ebenfalls Lukas und Lukas übernimmt das Ganze. Sehr schön. Jetzt schaue ich mal gerade. Top 3 wäre dann der nächste Antrag von uns. Wobei, stopp, davor, der ist ja ein großer gemeinsamer Antrag aller Fraktionen zum Bereich der Verteilung der Regionalisierungsmittel. Gibt es da noch Unklarheiten, Olli? Nein, dafür stimmen. Wir reden werden etwas komisch ausfallen. Wir werden wahrscheinlich nicht über den Antrag sprechen, weil inzwischen es eine Verkehrsministerkonferenz gab und dann werden wir ein bisschen die Opposition dagegen und die Nicht-Opposition dafür sein. Aber der Antrag bleibt gemeinsam und dafür abstimmen. Okay. Top 3 am Freitag, Zeile 522 in unserem Pad gerade. Antrag der Piraten. Iconal. Ich finde ja Graspirin cooler. Das klingt auch so nach schlechtem Medikament. Daniel Schwert wird... oder nach Sanitärreiniger, stimmt, Iconal, der Rohrreiniger. Es ist ein, wie es auch hier genau korrekt drinsteht, ein weiteres Puzzlestück im Bereich der gesamten Überwachungsaffäre hier in Deutschland. Unsere Position ist ziemlich klar. Jetzt muss ich gerade gucken, Braunkohle, Kai oder Danebot? Ihr könntet da im Chor singen. Für Top 4. Wir könnten da im Chor singen, ja, das ist bestimmt richtig, aber das ist meins.
Ich stehe total auf das Thema Braunkohle, wenn man das mal so umformulieren darf. Tor, so. Das hatten wir auch noch gar nicht, oder? Nee, das Thema Braunkohle hatten wir im Landtag echt noch nicht. Und was NRW da wirklich brauchte und wirklich total dringend nötig hatte, war eine Debatte darüber, ob wir auch noch über den Scheiß, den wir die ganzen Jahre hier schon verzapfen, hinaus Braunkohle verstromen sollten und fördern sollten. Also vielen Dank an die CDU für diesen Antrag. Ich denke, wir werden unseren Spaß haben damit. Ja, der Freitag steht ja auch wirklich dann später im Rahmen der CDU. Die gut verbundene Handschrift, oh, das war nur die Entwurfsversion, die gut lesbare verbundene Handschrift, da wird Moni für diese Überweisung sprechen. Eine schöne Handschrift ist ganz wichtig. Kann man das auch auf Pets lernen? Und dann haben wir noch ein Antrag Top 6. Das Land NRW dankt den Kirchen, Religionsgemeinschaften, Hilfsorganisationen und privaten Initiativen in der Flüchtlingsarbeit. Geht um die muslimischen Organisationen. Aus meiner Sicht ist der Antrag vielleicht ein bisschen weit nach hinten gerutscht, denn die Debatte dazu, nicht weil ich dem zustimmen möchte, sondern weil die Debatte dazu. Aber nun gut. Simone, Anmerkung? Also, da wird ein Antrag geschrieben, der erstmal vorgeblich den Religionsgemeinschaften für ihren Einsatz dankt und sagt, ja, die islamischen Religionsgemeinschaften sollten auch noch ein bisschen mehr tun, ohne zu berücksichtigen, was christliche Religionsgemeinschaften für eine Kohle über die Jahrhunderte haben und Grundstücke und Kommunen im Gegensatz zu den anderen. Das Ganze wird aber benutzt, um auf das Dialogforum Islam und den Minister Schneider einzudrischen und wieder die Gefahr von, also Gefahr muslimischer Extremisten hervorzuheben, ohne Gefahr von Rechts oder Ähnliches dabei mit zu berücksichtigen. Also das ist ein ganz toll und hier habt ihr die Blumen, aber im Grunde will der Antrag was anderes und dementsprechend ist er abzulehnen. Michelle nickt. Sehr schön. Der letzte Top in dieser Plenarwoche ist Novellierung statt Evaluierung. Landesregierung muss Tariftreue und Vergabegesetz zügig überarbeiten. Ein Antrag der CDU. Jetzt wollte ich mal, es ist eine Ausschussüberweisung. Ich erinnere mich dann noch an den Landesparteitagsantrag. Der ist sogar hier im PET erwähnt. Nico, wolltest du dazu kurz was sagen? Oder? Okay. Nicht. Jetzt ist die Frage, ursprünglich eingetragen war Daniel Schwert. Es ist kein Traumthema. Wer möchte denn jetzt dazu sprechen? Da muss man nicht zu sprechen, das ist einfach lächerlich. Ist auch eine Möglichkeit. Gar nicht sprechen. Toso, Nico. Das ist eine Ausschussüberweisung und ich sag mal, wenn es ein Thema gibt, wo wir uns hier noch mehr als mit Braunkohle beschäftigt haben, dann ist das Tariftreue- und Vergabegesetz. Und das ist einfach, es gibt da nichts Neues. Dann stell dich doch hin und sag das. Ja. Das ist völlig lächerlich. Also das ist... Das ist völlig lächerlich. Vorsicht, da wollen sowieso alle Feierabend machen. Ich wollte nur sagen, also wenn die anderen PG auf mich zukommen, die es erfragen, ob wir da keine Rede zu machen, kann ich dem zustimmen. Ich selber möchte ehrlich gesagt nicht. Den Satz gebe ich auch schnell zu Protokoll. Ein keine Rede beantragen, denn ja. Ich selber gehöre mit zu den. Ja, kann ich das ja auch nicht. Aber trotzdem, ich wollte nur erklären, dass ich selber einer der großen Freunde bin, der halt sagt, dass wir trotz alledem immer darüber reden sollten hier im Plenum und die Sachen halt gerade nicht irgendwo Dinge wegschieben. Frank? Ich finde das, gerade weil du es schon mal gemacht hast und es genau so super rüberbringst, finde ich das ganz toll. Vor allen Dingen faszinierend finde ich, wir hatten es ja gerade im Kommunalausschuss als FDP-Version gerade abgelehnt. Jetzt kommt die CDU und schiebt das in andere Ausschüsse rein. Also finde ich klasse. Dietmar?
heißt, gibt das, ist das nicht, keine Rede, wäre dann wieder dieses umgekehrte Verfahren oder so? Das fände ich auch, nee. Ja. Ja, weil jetzt dahinter steht, Beantragung für PG, keine Rede. Also die ideale Befassung damit wäre, umgekehrtes Verfahren, jetzt keine Reden. Dann in die Ausschüsse, da ohne Votum schieben und bei der Letztbefassung im Plenum die Rede aus einem Satz zu Protokoll geben. Das wäre die ideale Befassung mit diesem Thema an der Stelle. So. Gut, so kann man das ja dann auch sagen. Jetzt ist die Frage immer noch, wer sagt es? Toso hat das Ticket. Würdest du das? Wenn da kein anderer will, mache ich das. Das ist kein Problem, da muss ich auch nicht. Vielen Dank, Toso. Ups. Zwei Menschen, ein Protokoll. Ich mische mich da jetzt nicht ein. Damit sind wir für die Zusammenstellung der Tagesordnung des kommenden Plenums durch. Herr Kollege. Wir haben 11.41 Uhr. Ich möchte vorschlagen, dass wir jetzt eine Pause machen bis 11.55 Uhr. Und dann gehen wir zügig weiter durch die anderen Themen und schaffen dann, denke ich mir mal, spätestens 20 vor den Bereich des nicht öffentlichen Teils. Okay, vielen Dank und bis gleich. Ja, was noch? Läuft der Stream? Sehr schön. Top 4, Nachlese. Ich habe den Punkt mal schnell ein bisschen abgewandelt. Wir könnten, dachte ich mir, das vielleicht ein bisschen ausweiten auf den Bereich Nachlese, Tag der politischen Arbeit und ALPT. Bevor wir die konkrete Position angehen, möchtest du trotzdem ein Eingangsstatement, Daniel? Super. Ja, vielen Dank, Grumpy, dass du es überhaupt auch noch so kurzfristig draufgepackt hast. Ich habe dir ja recht spät erst die Mail noch geschickt. Ich würde es dann für mich halt zumindest gerne unterteilen. Also ich habe einmal einen konkreten Antrag, den ich gestellt habe. Das letzte Panel, was Sonntag noch stattgefunden hat, war ja eben das Thema Basisbeteiligung etc. Und in dem dritten Teil dieses Slots, wo Toso und ich nachher sozusagen spontan auf die Bühne gekommen sind, da ging es halt um Mailinglisten, wir haben über NRW-Info und was weiß ich nicht alles gesprochen, haben ein bisschen diskutiert und haben letzten Endes auch irgendwann ein Meinungsbild eingeholt, da wir auch über die 20 Piraten Mailingliste gesprochen haben und das Meinungsbild hat halt, ja, ich glaube, sehr deutlich ergeben, dass die Mehrheit der Anwesenden sich eben wünscht, dass unsere 20 Piraten-Mailingliste auch für externe, also für Piraten, für die Basis beschreibbar wäre und tatsächlich künftig mehr als politische Diskussionsliste unserer Landtagsthemen genutzt wird. Und ich spiele jetzt an der Stelle einfach dann den Proxy, weil ich eben mit in diesem Panel halt oben saß und würde mich freuen, wenn wir das einfach mal machen. Gerne auch meinetwegen irgendwie befristet, dass wir jetzt einfach mal sagen, wir gucken uns das mal einen Monat oder was weiß ich, bis Ende des Jahres an. Wenn sich da irgendwie doofe Diskussionen ergeben, also eigentlich das Niveau vielleicht runtergeht, dann sollten wir uns dann vielleicht nochmal drüber unterhalten. Ich glaube aber an erster Stelle haben wir erstmal nichts zu verlieren, wenn wir es erstmal tun. Ich verstehe die Bedenken auch durchaus dabei, aber können wir so machen. Ansonsten ja, TDPA mag ja gern erstmal jemand anders was zu sagen. Moni? Ja, finde ich gut. Vielleicht sollten wir das dann jetzt erst, bevor wir das nächste Thema aufziehen, ob wir das nicht einfach abstimmen können, dass wir irgendwie vorankommen. Also wir haben da ja hier ausgiebig und lange drüber diskutiert und ich glaube nicht, dass wir jetzt schon wieder da so eine Diskussion aufmachen müssen. Der Wunsch ist ja da und ich finde das jetzt versuchsweise, was weiß ich, bis zum 1. Januar zu machen, zwei Monate oder in der ersten Januarwoche dann nochmal zu gucken, wie funktioniert das, fände ich eine gute Idee, wird das jetzt tatsächlich dann auch so zur Abstimmung stellen wollen, um hier nicht weiter Zeit damit zu
verbringen. Vielen Dank, Moni. Ja, ich teile auch die Auffassung. Eine große Frage steht aber dann im Raum. Wer trägt nach außen hin die Verantwortung? Hat zur Not das Moderationsrecht in Bezug auf so geht's nicht, liebe Leute? Das ist die einzige Frage. Wie gesagt, ich bin sofort mit dabei. Ich finde das auch gut. Aber die Frage ist, wer macht die Moderation als verpflichtender Ansprechpartner? Das wäre ist aus meiner Sicht, also ich würde es gerade zeitlich einfach nicht schaffen, muss ich dazu sagen. Nein. Toso, du hattest dich gemeldet. Ja, also ich meine, dass wir einen Disclaimer drunter packen, das ist hier nicht die Meinung der Fraktion, ist, denke ich, klar. Ansonsten müssen wir uns halt darüber unterhalten, ob das wie bei so einer Webseitenkommentierung generell eine Moderation erfolgt oder nur dass wir da drüber schauen und dann sagen, hier der oder der Beitrag geht gar nicht. Kann man sich natürlich auch Regeln für geben, muss man halt schauen. Wer das im Endeffekt machen soll, mir Wumpe, ich glaube nicht, dass wir das unbedingt bei einem MDL belassen sollen. Das halte ich nicht für schlau. Daniel. Oh, Verzeihung, Sekunde. Ich finde das okay, wenn man das beschreibbar macht, nur sehe ich hier die Gefahr, auch wenn das jetzt, ich will keine große Diskussion machen, ich sehe das Strukturproblem. Strukturproblem deshalb, weil dann, wenn die öffentlich beschreibbar ist, auch initiativ beschreibbar sein wird. Sodass dann unsere 20 Piratenliste, die öffentliche Diskussionsliste, zur Inputliste wird für, als Ersatz für Open-Antrag, als für, ihr solltet doch mal auf jeden Fall, dann kommen AK Kommunales, dann kommen die Arbeitskreise mit Inputs und. Das führt also zu einer Vervielfältigung der herangetragenen Dinge. Ich sehe diese Gefahr, sehe ich, weil es sei denn umgekehrt, die Struktur geben wir vor und die Punkte, die wir einwerfen auf die Liste, können dann öffentlich beschrieben und diskutiert werden. Das ist sicher okay. Allerdings umgekehrt sehe ich diese Gefahr. Weiß nicht, wie ihr das seht. Also Gefahr sehe ich da gar nicht, aber nun gut, weil das kann man ja halt alles moderieren. Dann habe ich den Daniel Düngel, dann den Michel. Ja, ich wollte darauf auch, ich gehe da eben auch noch mal kurz drauf ein. Theoretisch, also zumindest bei einem Mailman funktioniert es. Ich weiß nicht, welche Software jetzt gerade bei uns für die Mailingliste läuft, spielt auch keine Rolle. Wahrscheinlich wird es da auch eine Möglichkeit geben, wenn wir den Bedarf sehen, dass du zum Beispiel keine neuen Threads erstellen kannst. Also beim Mailman weiß ich, dass du es einstellen kannst und nur auf bestehende Mails oder was antworten kannst, wie auch immer. Ich glaube aber gar nicht, dass das ein Problem wird. Ganz im Gegenteil, ich würde mich halt eben freuen, wenn dann tatsächlich Input kommt. Ich gebe allerdings Grumpy absolut recht, dass wir jemanden brauchen, der irgendwie im Hintergrund einfach ein bisschen näher drauf guckt. Ich glaube, wir brauchen keine Vorabmoderation. Ich würde die Mails halt durchschicken lassen und dann lass uns eben Ende des Jahres gucken, ob das ein sinnvoller Weg ist oder nicht. Und wenn da halt viel irgendwie Käse kommt, dann müssen wir es vielleicht umstellen. Nichtsdestotrotz, die Idee von Grumpy, dass sich hier irgendwie ein, zwei Leute dafür verantwortlich fühlen, finde ich gut. Wenn ihr das wollt, ich würde das gerne mitmachen, würde mich allerdings zumindest freuen, wenn da irgendwie noch jemand mit an meiner Seite stehen würde, damit man sich da auch nochmal kurz schließen kann. Dann habe ich Michel. Ja, ich sehe tatsächlich auch nicht die Gefahr von mehr Input. Ich finde das gar nicht so schlecht, wobei man ja auch relativ klar, wenn wir uns einig sind, auch relativ klar sagen kann, schreibst du einen Antrag und schickst ihn auf die Liste, sage ich danke, aber hier ist der Link zum Open-Antrag. Schreibst du was zum Thema Kommunal, sage ich danke für das Thema, aber hier, das ist der Arbeitskreis, da könnt ihr euch hinwenden für Kommunales. Dann kann man relativ schnell mit einem Satz die Diskussion abwürgen, die dann entstehen könnte und vor der du dich so fürchtest. Ah, nicht unbedingt Furcht. Moni. Ja, finde ich alles richtig. Das war nicht politisch gemeint, Würdet ihr eure Diskussion dann vielleicht draußen weiterführen? Moni, du hast das Wort. Ja, finde ich alles richtig. Ich fände es auch gut, wenn es einen zweiten gibt, die das dann machen. Die Gefahr sehe ich gar nicht darin,
dass da so viel kommt, womit wir nichts anfangen können. Ich sehe die Gefahr eher da drin, da kommt irgendwas und keiner reagiert. Wir müssten uns dann auch darauf verabreden, dass wenn da was zu kommunal kommt, irgendjemand hinschreibt, ey, wend dich mal an kommunal oder geh in den Arbeitskreis. Wir müssten das dann tatsächlich auch alle im Blick haben und uns bemüßigt fühlen, da zu antworten. Und ich glaube, das ist das größere Problem. Ich finde, wir sollten doch jetzt nicht überlegen, was alles passieren könnte. Lass uns das einfach ausprobieren und dann im Januar darüber reden und gucken, was dabei rumgekommen ist. Gibt es denn einen zweiten, der da mitmachen würde, Toso? Ja, natürlich. Ja, aber dann hätten wir das doch geklärt. Dann stelle ich jetzt den Antrag, dass wir das bis Januar ausprobieren und dass der Toso und der Daniel das im Auge behalten und gegebenenfalls da tätig werden. Kurz erweiternd, den Kontakt zur IT werde ich dann entsprechend auch herstellen. Kommen wir nun also zur Abstimmung, wie... Komm ich auch alleine bei Geräte vorbei. Wie Moni das nun gerade gesagt hat. Ich hatte das jetzt nicht so fein ausformuliert. Ne? Deswegen sage ich ja, soll die 20... Ich formuliere es dann gerade vielleicht etwas protokollarisch anders aus. Soll die 20-Piraten-Mailingliste ab sofort bis Januar befristet für alle registrierten Nutzer und Nutzerinnen beschreibbar sein? Moderationsrechte bekommen Toso und RWO Lupo. Wer dafür ist, der möge dies mit seinem Handzeichen signalisieren. Das ist sogar einstimmig gewesen. Das heißt, wir müssen die Namen gar nicht erfassen. Wunderbar. Dann bin ich wieder dran gleich. Moment, bei welchem Punkt? Ja, immer noch Tele. Ach so, also, entschuldige, das genau. Das käme mein eigentlicher Punkt jetzt. Dann Moni, bitte. Ja, ich habe noch einen anderen Punkt zum TDPA. Wir hatten ja besprochen, was wir halt als Fraktion noch machen können. Und ich hatte gestern schon dem Vorstand angeboten, dass ich das organisieren würde, alle zwei Wochen, sage ich mal, so eine Mumble-Sitzung. Am liebsten wäre, oder wir fanden es am besten vor der Landesvorstandssitzung von 19 bis 20.30 Uhr. Das hat zum einen den Vorteil, dass dann viele ins Mumble kommen, weil man Donnerstag sowieso so ein bisschen auf Mumble eingestellt ist, hat den weiteren Vorteil, dass diese Sitzung ein automatisches Ende findet, wenn die LAFO-Sitzung beginnt. Meine Idee war, eine Stunde thematisch was zu machen, möglichst zu aktuellen Themen und eine halbe Stunde so ein bisschen die Chance zu geben, ein bisschen was aus dem Landtag zu erzählen, Fragen zu beantworten, also so eine freie Runde zu machen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich dafür einen Fraktionsbeschluss brauche, weil ich glaube, es gibt reichlich Leute, die das mitmachen und einfach machen würden. Ich habe nur gesagt, ich setze mir da jetzt einfach den Hut auf für und würde dementsprechend mich bei euch melden und würde euch bitten, da, wenn ihr ein Thema habt, also die Themen liegen ja im Moment auch auf der Hand, sei es diese Hogesa-Geschichte oder so. Ich fände es halt gut, ich glaube, es ist viel interessanter, die Sachen da zu besprechen, die gerade aktuell die Leute beschäftigen, als da so Grundsatzdiskussionen über politische Themen zu haben. Ich verspreche mir so ein bisschen allerdings auch davon, dass durch diese Mammelsitzung vielleicht doch Interesse geweckt werden könnte, auch im AK mitzuarbeiten. Deshalb bitte ich euch da aktiv mitzumachen. Das ist dann alle 14 Tage und ich denke, wenn jeder dann mal, weiß ich nicht, im halben Jahr oder so dabei ist, ist das auch nicht zu viel verlangt. Vielen Dank, Moni. Waren ja noch eine Menge Punkte auch jetzt in der Nachbearbeitung. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen. Olli hatte ja auch schon eine kurze Zusammenfassung über die Mailingliste gejagt. Eine sehr lange Zusammenfassung. Danke auch dafür. Ich muss mir das nach der Plenarwoche oder während der Plenarwoche zwischendurch auch mal durchlesen. Ich kriege das zeitlich kaum unter. Gibt es noch weiteren Gesprächsbedarf? Zu diesem Zeitpunkt über den TDPA. Ich selber werde mich da auch mal separat mit dem Vorstand zusammenhocken. Toso. Noch ein Hinweis, im Nachgang ist es natürlich noch zu der Frage gekommen, wo die Ergebnisse nachzulesen sind.
Das mit dem Protokollieren des TDPAs hat nicht ganz so hervorragend geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Das wird jetzt also noch ein bisschen dauern, bis das aufbereitet ist, weil man das dann mithilfe der Streamdaten machen muss. Das kann sich also noch einen Moment hinziehen. Da bittet der Landesverband, denke ich mal, einfach um ein bisschen Geduld. Und wer meckert, kann gerne mitarbeiten. Vielen Dank, Toso. Oh, schweigen. Leider ist mein Schreibtisch gerade voll, sonst würde ich da mitmachen. Top 5, Umlaufbeschlüsse. Ich konnte jetzt keine sehen. Sollten da jetzt doch welche gewesen sein? Olli, hatte ich jetzt oder hatten wir jetzt dein Skript zwischendurch? Nur so kurz zwischen Tür und Angel, das hattest du mal geschickt, oder? Du hattest so ein wunderbares Skript programmiert. Moment, ich muss einmal jetzt auf die TU gucken. Verzeihung, wir waren bei Umlaufbeschlüssen. Und sind jetzt bei Umlaufbeschlüssen. Jetzt mit Umlaufbeschlüssen. Na, ich glaube, wir hatten keinen Umlaufbeschluss, aber ich werfe gerne einen Blick ins Skript, aber ich glaube, wir hatten keinen. Ja, das Skript habe ich dir geschickt. Okay, danke. Ich dachte, du hättest es sogar schon mal verwendet. Dann muss ich das mal von der IT implementieren lassen. Vielen Dank. Michel. Nee, okay, danke. Top 6, Sonstiges. Ein Antrag von Michel und die Erinnerung. Es ist kein Antrag, sondern es ist die Erinnerung an mich. Deadline 1.11.2014 für eigene Finanzordnung umsetzen. Oder die eigene Finanzordnung umzusetzen, richtig. Ich hatte jetzt im Hinterkopf, es wäre die Deadline. Das ist ein Missverständnis gewesen. Denn es wurde bereits festgehalten, das stimmt so nicht. Es sollte heute eine Beschlussvorlage vorliegen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, Asche auf mein Haupt, ich habe es definitiv verpeilt. Ich habe es zeitlich nicht hinbekommen, eine fertige Beschlussvorlage vorzubereiten. Ich kann es halt auf die anderen Ereignisse der letzten Woche schieben, das tue ich nicht. Ich werde diese Beschlussvorlage inklusive eines Satzungsänderungsantrags, der dafür vonnöten ist, für die kommende Fraktionssitzung vorbereiten, verbindlich vorbereiten. Ich werde diese Satzungsänderung auch im Vorfeld über die 20-Piraten-Liste schicken, denn um eine Satzungsänderung kommen wir aus zeitlichen und finanziellen Gründen nicht drumherum. Denn so wie wir es im Augenblick in der Finanzordnung stehen haben, ist es nach den Rücksprachen mit der Buchhaltung und innerhalb der Geschäftsführung leider nicht realisierbar. Es ist ein hehres Ziel gewesen, aber man muss dann in der tagtäglichen Praxis, finde ich, doch auch mal feststellen können, dass es höchstens mit einer zusätzlichen Stelle schaffbar sein könnte. Die finanziellen Mittel sehe ich da momentan aber auch nicht möglich frei zu machen. Oder wir würden eine entsprechende Referentenstelle streichen, was, glaube ich, aber auch nicht großartig gewünscht ist. Gibt es da Rückfragen? Michel, bitte. Ja, ich finde das nicht schlimm, dass das nicht geklappt hat bis jetzt. Ich finde gut, dass du das gerade so offen kommunizierst. Was ich extrem schlimm finde, ist, dass wir das tatsächlich nicht hinbekommen. Weil wir das also gerade das mit offenen Daten, offene Daten eben auch immer wieder in den Forderungen zum Thema offene Buchführung für offene Stellen und so. Achso, ich soll weiterreden, gut. Auch immer wieder die Diskussion über Offenlegung von Verträgen für offene Stellen und so weiter. Wir fordern das von anderen, die teilweise wesentlich größer sind als wir. Aber wir selber schaffen es nicht. Jetzt sagst du natürlich, jetzt müsste man dazu eine Stelle einrichten. Ja, müsste man. Ich glaube, dass das nicht eine Frage des, wir haben es geschafft oder wir haben es nicht geschafft ist, sondern das ist eine Frage des Willens,
dieser Fraktion, wollen wir diese Daten offenlegen und damit diese Forderung auch offen und ehrlich immer wieder kommunizieren können, oder wollen wir diese Flanke uns geben, dass jedes Mal, wenn wir sagen, aber da müssen Verträge offengelegt werden, da müssen aber Finanzangelegenheiten, wenn auch anonymisiert, aber trotzdem in einem offenen Format lesbar und so weiter zur Verfügung gestellt werden, dass wir dann immer wieder gesagt bekommen, ja, ihr bekommt es ja selbst nicht hin. Wie soll es denn dann Stadt XY schaffen, Gemeinde XY schaffen, wenn ihr es nicht mal in einer Fraktion mit 20 Leuten hinbekommt? Das ist das, was ich ein bisschen schade finde, dass es nicht geklappt hat, sei es drum, aber das ist wirklich eine politische Entscheidung und die Frage bleibt dann so im Raum stehen. Ich habe mich da vielleicht gerade ein bisschen missverständlich ausgedrückt, Michelle. Danke für den Einwurf, weil das ist mir dabei klar geworden. Es gibt schon Möglichkeiten und genau diese kommen dann auch in die Beschlussvorlage mit rein, denn wir haben die Möglichkeit, nach einer regulären Rechnungsprüfung, die wir ja regulär vornehmen lassen, mehr darzustellen, als wir das bisher hinbekommen haben mit der Veröffentlichung der Berichte, zum Beispiel über die Darlegung der Einzelpositionen für die einzelnen Bereiche. All dies, ich habe das halt grob vorbereitet, aber noch nicht finalisiert. Also es wird eine Menge mehr drinstehen, als es bisher der Fall ist. Das, was da zeitlich machbar und möglich ist, inklusive halt der digitalen Aufbereitung. Deswegen habe ich mich da vielleicht gerade falsch ausgedrückt. Ich meinte nicht, es ist gar nicht möglich, sondern das, was zu diesem Zeitpunkt reell umsetzbar ist, das kommt dann mit in diese Beschlussvorlage. Und das ist deutlich mehr als das, was wir gerade überhaupt getan haben. Daher diese Satzungsänderung. Denn das hehre Ziel ist, möchte ich auch weiterhin erhalten. Michelle? Ich habe, also als eine Nachfrage, ich habe dich richtig verstanden, dass du das nächste Woche schon fertig haben willst? Okay, übernächste Woche. Marc, also du musst dir da in meinen Augen jetzt nicht den Druck machen, das unbedingt zu der Sitzung zu haben, aber was mir gefallen würde, wäre, wenn wir tatsächlich es hinbekämen, wir hatten bei dem letzten Beschluss genau dasselbe schon beschlossen, nur irgendeiner muss halt auch immer umsetzen und auch nachfragen, also auch da mea culpa, ich habe nicht nachgefragt, aber dass wir jetzt zumindest in jeder Sitzung ab jetzt einen Fortschrittsbericht bekommen, denn das war der Wunsch und wir sollten solche Dinge regelmäßig auf dem Schirm haben, ganz klar, weil uns vieles sonst einfach auch durch die Finger flutscht. Gut, gibt es dazu weiteren Gesprächs? Oh, Olli. Ja, eigentlich ist es jetzt falsch, da irgendwie Türmchen zu bauen, weil jede weitere Sache erhöht ja eigentlich den Druck auf den, oder nicht den Druck, sondern der Druck wäre in Ordnung vielleicht, aber erhöht leider die Arbeitsbelastung des Vorstands und Grumpys. Ich sehe den Hinweis darauf, der gegeben wurde, allerdings auch als Hinweis darauf, dass, und auch als deine Reaktion, Hinweis darauf, dass wir hier nicht etwas falsch machen, aber etwas deshalb aus dem Ruder läuft, sage ich mal, oder deshalb falsch läuft, weil die Kapazitäten nicht da sind, die Ressourcen nicht da sind und vielleicht auch die Prioritäten anders gesetzt werden, was uns insofern nicht passieren darf, dass hier und auch in anderen Bereichen um Dinge geht, die wir total wichtig finden, die wir beim Alltagsgeschäft einfach dann, weil wir immer die Prioritäten Tag für Tag legen, verlieren, obwohl sie wichtig sind. Das heißt, das ist im Grunde, sehe ich das auch als Appell daran, ich komme auch gleich bald zum Schluss, zu überlegen, wie man den Vorstand entlasten kann. Ich werbe hier, ohne jetzt das Fass aufmachen zu wollen, nochmal dafür, dass wir auch Verantwortlichkeiten und klare Zuständigkeiten schaffen außerhalb des Vorstandes, wo wir Leute haben, die nicht erst sagen müssen, ah, kann ich jetzt nicht entscheiden oder muss mal gucken, sondern auch Ansprechpartner sind und klare Ansprechpartner sind für Dinge. Und werbe andererseits nochmal für ein Transparenzteam. Wir haben hier Teams in der Fraktion,
ob sie jetzt vom Vorstand geleitet werden oder nicht, die sind aber klar, es gibt Presse und es gibt IT zum Beispiel. Wir haben kein Team, was sich für Transparenz einsetzt. Ich habe auch, wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, irgendwann mal gesagt, ja, wir müssten da eigentlich eine Arbeitsgruppe bilden, die sich damit beschäftigt, wie kriegen wir so ein Transparenzteam hin, was genau auf solche Dinge achtet, auch auf die Sache mit Open Antrag und so. Weil wenn das beim Vorstand liegt oder bei dir liegt, Rumpy, dann finde ich das zwar toll, dass du dich drum kümmern möchtest und das auch tust. Hängt ja nicht daran, dass du es irgendwie weggeschoben hättest. Aber Leute, die ein bisschen freier sind vom Alltag, genauso wie wir das beim Kampagnenteam uns überlegt haben, Leute, die freier sind vom Alltag und sich nicht um alltägliche Sachen kümmern müssen, sondern langfristig und mittelfristig planen können, haben vielleicht eher einen Blick dafür, solche Transparenzsachen umzusetzen. Damit schließe ich dann auch. Ja, danke Olli. Ich denke auch nicht, dass die Diskussion jetzt beendet ist, sondern wir haben ja auch aus unseren anderen Gesprächsrunden und Arbeitsgruppen bereits Änderungsvorschläge in anderen Bereichen, die wir ja dann hier in einer Runde dann vorstellen und dann auch mal beschließen wollen und sollten und es auch werden, hoffe ich. Von daher gibt es noch weiteren Gesprächsbedarf für Top 6, denn ansonsten würden wir dann in den geschlossenen Teil gehen. Es gibt noch einen Zusatz von mir, eine Terminankündigung. Genau, kommen wir kurz abschließend zu dem Bereich der Aufrufe und Informationen. Kommendes Wochenende findet in Oberhausen die Open Rhein-Ruhr statt. Das ist neben der Froscon eine der wichtigsten Free Libre Open Source Software Veranstaltungen hier im Land. Bitte was? Mit Kaffee Flatrate. Ist die Fairtrade? Bestimmt, ne? Flatrate schon, der Kaffee nicht. Genau. Von einigen Organisationen, die dort sind, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizugehen. Ich glaube, es kostet wie immer nur 5 € Eintritt. Man kann es aber auch mittels Spenden etwas deutlich mehr pushen. Die Organisation ist rein ehrenamtlich und ich habe da immer sehr viel Spaß. Ansonsten haben wir jede Menge andere Veranstaltungen im Rahmen vom 9. November. Der 11.11. steht auch vor der Tür für die Nicht-Karnevalisten unter uns. Toso hat auch noch einen Vorschlag. Ja, ein Vorschlag, der auch auf so ein bisschen TDPA, aber auch sonst hier mit Gesprächen einhergeht. Wir haben ja jetzt ganz, ganz viele Vertreter in den Kommunen, 134 bei 138 Plätzen. Sachkundige Bürger etc., bla bla bla, die vernetzen sich und sprechen, diskutieren viel auf der Kommunalliste, AK Kommunales. Ich kann nur jedem anraten, da werden auch ganz viele Themen, die wir hier im Landtag beackern, besprochen. Bitte abonniert diese Liste, das wäre total toll. Danke. Ich packe den Link da gleich rein, Schatz. Ich nehme den von der NRW-Info runter und... Gibt es weitere wichtige Veranstaltungen aus eurer Sicht, die man noch bewerben kann? Olaf, Lukas? Ja gut, wenn wir bei Veranstaltungen am Bewerben sind, am Samstag findet in Wuppertal eine Veranstaltung statt von der Gruppe Unsere Stadtwerke. Das diesjährige Thema, die haben jedes Jahr so eine Art Barcamp. Das diesjährige Thema ist das Thema Energie. Und das ist auch immer sehr interessant, vor allem, weil das ist ein Treffen von Menschen, auch überregional. Also das Ganze geht zwar von den Menschen in Wuppertal aus und es ist auch ein bisschen fokussiert auf die Wuppertaler Stadtwerke, aber das hat immer ein ziemliches überregionales Interesse. Und dort sind immer viele Bürgerorganisationen auch vertreten. Und macht ein gutes Bild, wenn man da als Piraten auch nicht, also ich werde auf jeden Fall da sein, es macht aber auch ein gutes Bild, wenn da noch mehr Piraten auftauchen, gerade weil wir ja auch immer wieder so eine Sache von wegen Bürgernähe machen. Und diese Leute, die dort sind, das sind alles Bürger, die natürlich hauptsächlich mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene wünschen in diesen ganzen Bereichen. Lukas.
als durch die Bild-Zeitung ernannter Hanfpirat komme ich meiner Pflicht nach und weise auf eine Veranstaltung am Mittwoch, den 12. November hin, von 19 bis 21 Uhr in Münster. Im dortigen Audimax findet eine Veranstaltung statt, die heißt Cannabis als Medizin, aber natürlich Ausrufezeichen, der Eintritt ist frei. Vortrag von Maximilian Plennert vom Deutschen Hanfverband kann man sich mal anschauen, ist bestimmt interessant. Weiterhin hat sich, was auch interessant und äußerst erfreulich ist, am Sonntag im Mumble die AG Drogenpolitik wieder zusammengefunden und ca. 40 Leute diskutierten dort äußerst konstruktiv und ja fast schon euphorisch Richtung Zukunft und es freut mich, dass da so viele dazugekommen sind. Das Treffen findet jeden Sonntag um 20 Uhr im Mumble statt. Wer also zu diesem Thema Drogen- und Suchtpolitik etwas loswerden möchte, mitreden möchte, ist dort herzlich eingeladen. Vielen Dank, Lukas. Daniel noch. Und dann, wenn wir gerade schon bei Veranstaltungen und diesen ganzen Dingen sind, Moni hatte mich letzte Woche eigentlich auch darum gebeten, uns ja so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was irgendwie diese ganzen Hogesa-Aktivitäten angeht. Ich spare mir jetzt das, was irgendwie abgesagt wurde, Berlin, Hamburg und so weiter und so fort. Die aktuelle Veranstaltung findet am 15. November in Hannover statt. So wie es momentan aussieht, wird die tatsächlich auch stattfinden. Das entsprechende Event auf deren Propagandaseiten hat bislang rund 2000 Zusagen an Teilnehmern. Das finde ich zum jetzigen Zeitpunkt schon eine ganz, ganz ordentliche Größenordnung. Ich fände es vielleicht ganz schön, wenn der ein oder andere von uns, auch wenn Hannover nicht in Nordrhein-Westfalen liegt, auch den Weg nach Hannover findet. Wir werden ja einen gewissen Schwerpunkt diskussionsmäßig diese ganzen Hogesa-Nummern halt jetzt im Plenum auch haben. Ich fände es einfach cool, wenn wir da auch über unseren Tellerrand so ein bisschen hinausgucken. Hannover ist ein zufälliger Standort. Also da werden viele Hooligans und Nazis eben hier auch aus Nordrhein-Westfalen anwesend sein, weil da eben auch die Verkehrsanbindung von hier aus ziemlich gut ist. Also von daher, ich werde euch da nochmal auf dem Laufenden halten und ich fände es schön, wenn der ein oder andere vielleicht dahin fährt. Gut. Frank, noch eine Minute. Genau, es liegt auf dem Weg nach Berlin. Insofern, was die Fahrmöglichkeiten angeht, ist das sehr einfach. Kann in der Mitte aussteigen. Sehr gut. Ganz kurz, Termin 17., das ist vor der nächsten Fraktionssitzung, der Montag, Tag der Medienkompetenz hier im Landtag. Ich denke, Präsenz von uns wird da oder sollte da auch gegeben sein, 17., nicht 7. November. Es ist eine Veranstaltung annonciert, Landesregierung in Verbindung mit dem Landtag. Wir haben mal nachgefragt, also das Gebäude des Landtags, ja, leider sind wir selber ja als Fraktion da nicht beteiligt worden, was ich sehr schade finde, was wir vom nächsten Mal, glaube ich, mal anmahnen sollten. Ja, Hinweis. Ne? Gut, wunderbar. Damit wären wir heute, wow, sogar wirklich um Punkt 12:30 durch mit dem öffentlichen Teil. Und dann kommen wir jetzt gleich zum nicht öffentlichen Teil. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken. Und wir sehen uns dann erst übernächste Woche wieder. Nächste Woche ist Wahlkreisarbeitszeit, wie ich sie nenne. Ich werde in Iserlohn sein. Und ich denke mal, die anderen werden auch ein bisschen unterwegs, also auch in Olpe und in Siegen-Wittgenstein. Ja, und dann würde ich sagen, bis übernächste Woche. Tschüss.